Willkommen zurück bei White Russian. Da dieses letzte Mal das Intro und das Outro ziemlich lang waren, versuche ich mich kurz zu fassen, was durch die Ansage jetzt schon irgendwie nicht so richtig klappt. Aber ich habe ja auch gesagt, ich versuche es nicht, dass es klappt. Das letzte Mal sind die drei Charaktere ein bisschen abgetaucht wegen eines, naja, schiefgegangenen Runs oder eines Runs, der ein bisschen mehr Aufmerksamkeit erregt hat als gewünscht. Haben sich verkochen, haben was gegessen, das scheint ganz wichtig zu sein. Vor allen Dingen die episch gekochten Ravioli wurden Zeuge des Wunders des Lebens, wenn man das so bezeichnen kann. Und nebenbei hat die Foxy Lady Sibylle den anderen beiden gesteckt, dass sie eine Technomancerin ist, also die Matrix allein durch Gedankenkraft verändern kann. Was dieses Mal kommt, könnt ihr jetzt gleich hören. Du wolltest Melon. Nee, ich wollte jetzt eigentlich mit Billy nicht ausladend so sein wie immer. Deswegen habe ich Billy heute etwas zurückhaltend gespielt. Ja, aber ich meine Outgame, da ist doch eigentlich, wir hatten heute nur einmal Buttplug, das geht doch nicht. Da muss auch die Gelegenheit gegeben sein dafür. Das ist richtig, man kann es nicht erzwingen. Also Gelegenheit für einen Buttplug habe ich ja eigentlich immer. Also wir spielen weiter. Du hast ja einen extra Strap-on dafür gekauft, damit er auch hält, nicht wahr? Beim Einkaufen gehen. Was man nicht alles tut. Ihr steht auf. Ja, Jojo macht einen Kaffee. Die hat schon längst Kaffee gemacht. Die hüpft schon in der Wohnung rum und es steht eigentlich mit der Tasse Kaffee vor der Tür und hat sich da irgendwie auf die Stufen gesetzt und eigentlich auch nicht und hibbelt irgendwie mit den Knien rum und läuft da ein bisschen rum und geht gucken, was da jetzt so alles ist. Mit der Tasse Kaffee in der Hand, wohlgemerkt. Warum gibt man ihr eigentlich überhaupt Kaffee? Warum hat man überhaupt Kaffee im gleichen Gebäude, wo sie existiert? Weil sie darauf steht. Wer tut sowas? Wer ist so wahnsinnig? Die Welt ist ein schlechter Ort. Jetzt stell dir mal noch vor, dass sie noch Schokolade dazu gegessen hat. Dann weißt du, was abgeht. Sie. Richtig. Jojo war wie ein Zöpfchen. Jojo fällt auf, dass die Ratten nicht direkt. Die Ratten verhalten sich normal. Ich meine, die sind hier relativ zutraulich oder einfach nur frech. Ich meine, es gibt ja auch genügend Versteckmöglichkeit und genügend Essbares. Tote Squatter, Müll, andere Ratten, was man halt so findet. Was sie aber bemerkt, ist, dass die Teufelsratten, also diese Viecher, die auch einen halben Meter lang sind, inklusive Schwanz, und ihr vermutlich auch deutlich, nein, bis zum Knie gehen sie ja nicht, aber die sind schon verdammt scheiße groß, dass die wie so ein, na, sie ziehen ein bisschen mit ihr mit, wenn sie ein bisschen rumläuft. Es ist nicht direkt wie verfolgen, aber es halten sich erstaunlich viele Teufelsratten in ihrer Nähe auf. Okay. Die wirken auch nicht irgendwie besonders aggressiv. Ich meine, die Viecher sind schon ein bisschen evil allgemein, aber es ist einfach so wie, du bist der Pestzug und alle steigen ein. Du stinkst. Sie nimmt sich mal so ihre Knarre. Ne, die liegt in der Wohnung, verdammte Axt. Du gehst in Chofrino, nicht ohne Knarre raus, sorry. Du hast recht, das ist Chofrino. Sie hat ihre Knarre dabei. Sie hat sie zumindest mal irgendwie griffbereit, falls die Viecher doch mal frech werden sollten. Ich glaube, die sehen ich aber eher als der Rattenfänger von Hameln, oder? Ja, fängt dann irgendwie an, so ein bisschen finde das irgendwie dann kurze Zeit mal ein bisschen witzig und fängt an, ein Liedchen zu pfeifen. Fleischflöte. Und ein bisschen hin und her, die hat sie gerade nicht dabei. Die hat Sibylle immer dabei. Sibylle hat sie immer dabei, aber Jojo muss leider mit dem Säugummi-Ersatz vornlieb nehmen. Auf jeden Fall, geht dann aber irgendwann auch zurück zur Wohnung und guckt ein bisschen misstrauisch diese Biester an. Also es gibt ja durchaus dokumentierte Fälle von Teufelsrattenangriffen im Rudel auch auf Metamenschen, wenn sie Schwäche zeigen. Wirkt hier aber tatsächlich nicht wie ein Hinterhaltsangriff einer Rattenmeute, die dich fressen wollen. Auch weil du nicht spezifisch Schwäche zeigst. Du bist ja nicht krank oder so oder gebrechlich. Okay, was wollt ihr Scheißviecher jetzt von mir? Die wollen Frühstück von dir. Drecksviecher. Sie kümmern sich nicht darum, was du so tschst. Ihr hättet jetzt wenigstens die Höflichkeit haben können, abzuzischen. Verdammte Axt. Sie geht grummelnd wieder rein.
Ja, zwei Exemplare folgen dir in das Haus. Ja, sie guckt, dass sie zur Wohnung hochkommt, ohne dass die Viecher mitkommen. Was du genau wie anstellst? Na, sie geht hoch und macht dann die Wohnungstür zu, bevor die reinkommen. Ach so, ja, klar. Also in die Wohnung kommen sie nicht. Das meine ich. Mistige Drecksviecher. Bockige. Genau. Ja, du kommst in das Zimmer. Es riecht so, als hätten drei Leute auf sehr beengten Raum. Einer davon hat die vermutlich die ganze Nacht gefurzt. Du kannst dir aussuchen, wer von beiden es war. Da halt gelegen, vorher noch ein bisschen geschwitzt. Es war ja Adrenalin auch im Spiel. Und es stinkt zusätzlich nach Gras und muffig. Oh, Männer, ey. Morgen! Aufwachen! Morgenstund hat Es gibt Schwanz im Kaffee! Mund. Ich habe Kaffee gemacht und es gibt noch Schokolade zum Frühstück. Und Chips sind Noch auch eine noch übrig. noch eine Und Kippe Ravioli. dazu und dann haben wir ein perfektes Nuttenfrühstück. Soweit sind wir noch nicht. Keine Ahnung, aber es ist auf jeden Fall Frühstück da und Kaffee steht da auch noch, der müsste sogar noch halbwegs warm sein. Und ja, ansonsten, keine Ahnung, aufstehen und irgendwie, ich muss mal das Fenster aufmachen. Wer von euch furzt hier eigentlich die ganze Zeit rum? Das ist ja furchtbar. Fingerzeig auf Stefan. Fingerzeig auf Sibylle. Ich furze nicht. Wenn ich furze, riecht es nach Rosen. Ich wollte schon sagen, sie ist eine Ja, Frau, du träum. bist der Typ. Außerdem bist du eine Elfe, das riecht nach Veilchen. So. Nach Gänseblümchen. Oho. Jojo, mach kurz das Fenster auf. Jetzt mal ganz ehrlich, wer von uns dreien kennt überhaupt den Geruch von Gänseblümchen? Ich. Ich. Ihr seid solche Snobs. Ja. Wir sind halt besser als du. Wir mussten nicht Pass damals auf, du mit dem Pass auf. Schnitzel um den Hals gebunden werden, damit der Hund mit uns spielt. Nicht? Nee. Ich weiß nicht, wo du aufgewachsen bist, aber egal. Auf jeden Fall, Ich wollte gerade sagen, jetzt mache ich den Spruch doch nicht kaputt. auf jeden Fall habe ich Kaffee. So, da ist Kaffee. Kaffee. Und Chips sind auch. Oh Gott, Chips, geil. Oh! Chips am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Ja, was war da doch? Ja, Jojo schnappt sich Chips und fängt an, Chips zu essen. Hier eine Dusche irgendwie. Ich glaube, kannst froh sein, wenn hier fließend Wasser ist. Wolltest du Moment, schon immer mal Moment, also. selbst, wolltest du schon immer mal einen Selbstbräuner duschen? Ich glaube jetzt. Es gibt in dieser Einraumwohnung so einen Duschvorhang. Dahinter befindet sich eine Toilette. Die funktioniert sogar. Also es sollten nicht alle drei nacheinander aufs Klo gehen, weil so viel Wasser ist dann halt nicht da. Und es gibt ein Waschbecken und da kommt Plörre raus. Und mit Plörre meine ich ausnahmsweise mal nicht Bier. Dusche ist nicht der Fall. Fuck. Was denn? Ich will duschen. Na, das musst du dir jetzt erstmal abschminken. Also du kannst das Wasser ein bisschen laufen lassen, vielleicht geht's dann. Es kann auch Dann sein, dass es ist. dann aufhört und dann haben wir kein Wasser mehr, um aufs Klo zu gehen, aber Lass mich vorher aufs Klo gehen. Vergiss es! Der Ork geht als letztes aufs Klo. Ich gehe doch nicht auf dein, Diskriminierung! ich geh doch nicht auf deinen Schamock da mehr drauf, wenn du da fertig bist. Da hockt ein Neger im Klo, Jungs, das ist. Mädels, ihr Was? könnt zur Not auch rausgehen. Was? Bist du wahnsinnig? Wieso denn das? Was ist mit Hast du euch mal kaputt? rausgeguckt? Ich schwitz das lieber aus. Was ist denn mit euch kaputt? Gott. Ich wollte gerade sagen, wenn dann nicht. Was ist denn mit euch kaputt? Sagt mal irgendwie, hä? Was habt denn ihr gedacht, wo wir hingehen? Keine Ahnung, Palais, irgendwas, 5 Sterne? Wie gesagt, zur Not geht ihr einfach raus. Pissen Ihr könnt euch an den Wand stellen und pissen. Was ist eigentlich los mit euch? ich rede nicht. Du redst vom Kacken. Ja, mein Gott, das geht auch draußen zur Not. Mit was wische ich mich? Mit den Taschentüchern, die ich mitgebracht habe? Ich hab. Nein. Ich kann das nicht, das ist. Genau, das ist Alternativ nicht liegt neben. vierlagig. Alternativ liegt neben dem Klo auch, oder liegen mehrere Verpackungen von Seufras. Das ist ein bisschen
glatt und wischt nicht so gut, aber das ist anscheinend das, was hier so standardmäßig benutzt wird. Dann lieber die Taschentücher. Echt, sind wir jetzt schon angekommen, dass wir uns über das Kacken streiten müssen? Streiten? Es gibt kein wichtigeres Thema als das ordnungsgemäße Kacken. Sag mal, wo lebst denn du? Vor allem der Morgenschiss, ne? Der ist ja so wichtig. Vor allem nachdem du gekotzt hast die ganze Nacht, dann Wodka gesoffen, Deep Sea Weed geraucht hast und anschließend dann irgendwelches Munchie-Kram. Und vor allem das gute Stuffer-Shack-Zeug. Ja. Hochqualitativ hochwertige Pappe. Sämig wird das dann, sämig. Das wird eher so wie Bierschiss, glaube ich. Ja, sämig, cremig und dann am Ende ein bisschen flüssig. Und es riecht ungefähr genauso. Ja, wunderbar. Ich hoffe, Zuhörer können sich jetzt genau einfühlen in die Situation. Wir wollen Rollenspiel ja auch wirklich, ne, rüberbringen. Ich meine, ja, das muss ja alles auch dicht sein, weißt du? Richtig, dichte Welt. Genauso wie der Geruch in der Wohnung. Da gab es den wir jetzt schon fast riechen können. Wo sie im Zelt saßen, sich gegenseitig angefurzt haben und dann erraten haben, was sie am Vortag gegessen haben. Gut, dass wir Tridio haben, wir brauchen sowas nicht. Ich glaube doch, das gehört zu meiner Wissensfertigkeit. Classic. Classic TV. Die beste Wissensfertigkeit, die man haben kann. Ja. Kann man alles mit ausweichen. Ja, kann man alles mit rausreißen. So. Habt auch ihr euch jetzt WC geeinigt oder Ich muss duschen, Kinders. Ich. Wasch dich. Hier ist ein Waschbecken. Wenn es dir peinlich ist, dich vor Steppi auszuziehen, Grimm, dann geh hinter den Vorhang. Was anderes ist nicht da, Billy. Gewöhn dich dran. Steppi wurde fast zu der Handpuppe meiner Persönlichkeit. Er hat sich schon gewundert, was ihm da im Arsch steckt. Also von dem her glaube ich nicht, dass ich mich vor ihm schämen muss. Ah, oh, stimmt, da war was. Auf jeden Fall viel Spaß. Euch beiden spielt auf zum Tanzen. Und sie macht eine einladende Geste in Richtung des Waschbeckens. Ich muss mich nicht waschen, ich wollte nur auf Toilette. Oh Gott, ist das... Nee, ich glaube... Boah. Der ist ein fucking Ork! Wie lange wollen wir hier bleiben, Kinders? Ein paar Tage. Zu lange. Ein paar Tage? Ja, natürlich. Können wir nicht eben... Nein. Wir können nicht eben... Nein. Wieso können wir nicht eben... Nein. Du weißt doch gar nicht, was ich sagen wollte. Irgendwohin, wo du duschen kannst. Genau. Das Einzige, was wir machen können, ist, oder zur Not, was wir machen können, ist, dass wir uns irgendein Sarghotel suchen und du da duschen kannst. Aber da müssen wir hier raus. Und ich denke, du wirst auch mal einen Tag ohne Duschen auskommen, oder? Einen Tag, ja. Zur Not auch mal zwei. Ich meine, dann riechst du ein bisschen nach Schweiß, aber wo ist denn das Problem? Ich wollte sagen, Scheiß ist männlich. Das hättest du jetzt nicht sagen sollen. Übrigens, das Duschen ist die eine Sache, aber wie will Billy denn ohne Schminke und ordentlich gemachte Haare unter Moment, die Leute treten? Moment, sie hat einen Schminkspiegel. Erstens das und zweitens habe ich eine Handtasche ja wohl auch dabei. Ja, okay, also aber das ist ja auch in Ordnung, aber reicht das? Ich meine, zu Hause hast du einen Tower und hier hast du so eine Handtaschenbelegung. Das muss reichen. Die ambulante Regenerationsstraße habe ich immer dabei. Naja. Genau, und Jojo hatte ihr ja so komische Feuchttücher zum Kotze vom Mund abwischen geholt. Da sind ja immer genug drin. Das reicht zum Abschminken. Was jetzt wahrscheinlich an der Zeit wäre. Ja, ihre Schminke ist ein bisschen verlaufen, vermutlich. Gott, ich sehe aus wie... Das kriegen wir schon hin, Billy. Wie Felix. So, pass mal auf, die gehen da jetzt mal gucken. So, du wirst dich leider daran gewöhnen müssen, dass das hier so ist. Ich meine, damit kommt man aus, das ist überhaupt kein Problem. Also ich meine, immerhin hast du fließendes Wasser, das ist doch eigentlich schon mal eine gute Sache. Und, Ja, für etwa 2 Minuten. Ach komm jetzt, ey, was ist denn los mit euch beiden? Ich sag's nicht. Ich wollte schon sagen, Steppi, gewöhn dich schon mal dran. Ich dachte, er kennt das gar nicht anders. Ich wollte gerade sagen, so viel besser lebe ich jetzt auch nicht. Weiß ich nicht, du scheinst ja irgendwie doch Ansprüche zu haben. Auf jeden Fall, Billy, ja, die nächsten Tage wirst du das leider so annehmen müssen. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Ich denke mal, irgendwie, wir können dann vielleicht später nochmal irgendwie uns was suchen
oder ein Sarghotel suchen, das vielleicht nicht ganz so weit weg ist, wo du dann zur Not mal hingehen kannst und duschen kannst. Aber in den nächsten 2 Tage ist das nicht drin. Kapiert? Ich krummel jetzt. Siehst du. Gut. So. Und das Wasser ist nicht immer so scheiße. Wenn wir es ein kleines bisschen laufen lassen, kommt die erste Plörre zumindest schon mal aus dem Rohr raus. Dann werden wir zwar erstmal aus da zumindest kein Wasser mehr herhaben können, aber dann ist zumindest der Rotz draus und dann ist es irgendwann, wenn wir dann wieder Wasser haben, halbwegs klar und dann kannst du dich auch waschen. Da kannst du dir zur Not mal die Haare waschen oder so oder dich, was auch immer, wo du dich waschen willst. Aber das geht auf jeden Fall. Und dann hast du doch bestimmt irgendwie genug Krams sowieso in deiner Handtasche. Deine Handtasche ist größer als mein Rucksack. Das ist unglaublich. Die Handtasche ist fast größer als wie du. Das stimmt. Was hast du denn da alles drin? Das geht dich gar nicht. Ich will doch gar nicht reingucken. Mensch. Ich will gar nicht reingucken, keine Sorge. Aber du weißt, dass mich das fasziniert. Sibylle zieht sich jetzt krummelnd ins VR zurück und versucht, der Realität zu entkommen. Jetzt ist sie bockig. Ich bin bockig. Ich habe keine Dusche. Ich meine, keine Dusche für Sibylle. Ich meine, nein. Steppi, sie ist bockig. Ja, du. Mach sie glücklich. Während sie VR ist. Da ist zu viel, um sie glücklich zu machen. Hä? Da ist zu viel, um sie glücklich zu machen? Also die Bienchen und die Blümchen. Oh Gott, nicht das wieder. Du musst mir jetzt nicht erklären, wie Sex funktioniert. Das weiß ich schon lange genug. Also. Du weißt auch, dass das schwierig ist, sie wieder glücklich zu machen. Du kennst sie besser als ich. Ich habe keine Ahnung, ich habe noch nie mit ihr gevögelt. Nein, ich dachte, ich auch nicht. Ja, auch nicht. Das weiß doch Bienen. Das weiß doch Jojo nicht. Ja, jetzt weiß ich's. Immerhin hat sie dich gestern an ihre Brüste gelassen. Das sollte dir eigentlich reichen. So, ich gehe jetzt mal gucken, ob ich sage nichts dagegen. Ich gehe jetzt mal gucken, ob die Teufelsratten draußen immer noch Tango tanzen und dann kannst ja Zielübungen mit ihnen machen. Pam, pam, pam. Ich habe jetzt keine Lust, hier rumzuballern. Ach, das wäre jetzt keine großartige Geräusch. Außerdem mache ich sie dann nur aggressiv. Ich bin doch nicht blöd und mache die Viecher jetzt auch noch aggressiv. Sag ja nur. Naja. Und dann können wir uns überlegen, was wir die nächsten 2 Tage anstellen. Und ich hoffe, Vlad kommt bald mit meinen Sachen vorbei. Ja, er wird ja froh sein, wenn er sie los ist. Ja, wir können... Ja, gut, Gummitwist also, spielen. Nein, das können wir auch lassen. wir sollten uns vielleicht aber trotzdem mal Gedanken machen, was wir tun, wenn jemand von den Bullen oder sowas, oder ja, von welchen Bullen eigentlich, versucht, auf unser Comlink zu antworten, was ja auf die Sinn irgendwie drauf war. Na, da müssen wir halt erstmal gucken. Also ich würde jetzt ehrlich gesagt erstmal warten, ansonsten müssen wir die Sinn halt verwerfen und dann ist gut. Ich meine, was willst du sonst machen? Umziehen und bam. Was anderes ja, geht nee, ja wohl schlecht. Umziehen ist gut. Ich glaube nicht, dass da meine echte Adresse drin war. Ja gut, wenn das nicht mal der Fall ist, dann brauchst du dir doch überhaupt gar keine Sorgen zu machen. Ich weiß gar nicht, was du gerade hast. Also, ich weiß nicht. Nein, ich möchte nur wissen, wieso der allgemeine Plan ist unter Umständen. Es gibt im Moment keinen allgemeinen Plan. Wir gucken halt einfach mal, dass wir jetzt irgendwie ein paar Tage den Kopf unten halten und danach sollte sich das Feuer erstmal gelegt haben. Dann haben die Medien genug berichtet und dann ist der Rest auch vorbei. Ich meine, ich glaube nicht, dass Evo da jetzt noch so ewig viel machen wird, weil es, ich meine, überleg mal, was das für ein Aufwand wäre, jetzt noch rauszukriegen, wer wir sind und was da überhaupt alles passiert ist und was auch immer. Man, das lohnt sich doch für die überhaupt nicht. Ich glaube, es ist ziemlich leicht herauszufinden, wer wir sind. Wir haben die Sins da gelassen. Ja, wir haben die Sins da gelassen. Bäm. Aber uns jetzt zu suchen und zu verfolgen und bla und was weiß ich nicht was, das ist doch völliger Mumpitz. Hoff da haben wir doch gar keinen Bock drauf. Ja, ich sag nur, dass einer von den Leuten ist bei denen umgekommen, ne? Ja, selbst wenn. Ich meine, die Tussi war, ich meine, guck sie dir noch mal an. Die hätte sich innerhalb der nächsten 2 Jahre eh zu Tode gehungert. Und was weiß ich, also ich glaube, ich meine, findest du halt jemand Neues, den du wahrscheinlich doch für ein geringeres Gehalt einstellen kannst als die Tuse. Wirklich professionell war die jetzt nicht. Nee, das nicht. Ich sag's nur, ich weiß ja nicht, ich habe keinen Schimmer, wie die, doch eigentlich sollte ich vielleicht einen kleinen Schimmer haben, wie die reagieren.
wie die reagieren werden. Ich sag nur, dass wir vielleicht etwas im Hinterkopf behalten sollen. Ja, ich meine, dass wir das im Hinterkopf behalten sollen, ist ja alles gut. Und keine Ahnung, wir sollten jetzt bestimmt nicht sagen, hallo, Tri, wir waren in Jusneu und haben angefangen, hier irgendwie Theater zu machen. Also eigentlich haben wir ja gar kein Theater gemacht, sondern eigentlich hat nur Ganfis Theater gemacht. Wir hätten es wissen sollen. Yep. Egal. Auf jeden Fall, wir haben kein Theater gemacht, aber das wissen die nicht. So, wir sollten jetzt nicht zu den Bullen gehen und das sagen. So, und wenn der blöde Idiotenbulle sich anfängt zu melden oder irgendwie rumzufragen oder irgendwas zu machen, dann haben wir zumindest was, um ihn mundtot zu machen. Denn die Geschichte ist, also ich meine, an die Bullen sollten wir es nicht geben, da kommt nichts mehr raus. Aber wenn wir das an die Presse geben, ich sollte zwischendurch atmen, wenn ich rede, dann, das wäre voll die gute Idee, oder? Ach, minimal. Niemals, das wäre langweilig. Lebensverlängernd. Egal, auf jeden Fall, ja, das sage ich voll oft, haben wir dann zumindest was, was wir sagen können, hier, pass mal auf, mein Freund, wenn du anfängst, blöde Scheiße rumzuerzählen, dann geben wir den ganzen Kram in die Presse und dann bist du geliefert. Und das ist er dann wahrscheinlich auch. Und dann haben wir Ruhe. Erstmal, glaube ich. Kabam. So, das ist zumindest mein Plan. Ich weiß nicht, ob du noch einen besseren Plan hast. Erstmal weniger. Ich weiß nicht. Dadurch, dass wir jetzt gar nicht aufzufinden sind, machen wir uns vielleicht sogar verdächtiger, als wir so sind. Ja? Vielleicht sind wir bis gerade eben noch hier Zeugen gewesen. Und jetzt sind wir vielleicht schon verdächtig. Ich weiß es nicht. Wenn wir Zeugen sind, dann fangen die an, unsere Sins zu überprüfen. Und ich weiß nicht, ob wie das bei deiner Sin ist, aber ich weiß, dass mein Sin gerade dazu reicht, in Staffascheck einkaufen zu gehen oder ins Kino zu gehen, und das war's dann auch schon. Also, oder mal in einen Club zu gehen oder so. Aber darüber hinaus kommt die auf gar keinen Fall. Das hat also mir der Typ gesagt, der sie mir besorgt hat. Also bei mir hat zumindest schon mal Haarfarbe und Rasse gestimmt. Ich glaube auch sogar das Geschlecht. Vielleicht sogar das Geschlecht. Nein, das ist ja immer ein Etwas. Na, wäre echt schade, wenn die jetzt kaputt gehen würde, doch. Ja, natürlich wäre das schade. Ich meine, da ist auch noch eine Menge Kohle reingeflossen und so. Aber egal. So, ich habe jetzt keine Lust, darüber nachzudenken, was dann irgendwie wie passiert, wenn ich noch gar nichts weiß. Darüber mache ich mir dann Gedanken, wenn es soweit ist. Und wenn ich Theater habe, dann reagiere ich auf das Theater, weil irgendwie mir vorher über die zigtausend Möglichkeiten, die noch passieren können, über die ganzen Zufälle, die dann irgendwie da auch noch eine Rolle spielen, und die Schmetterlinge, die irgendwo am anderen Ende der Welt anfangen, mit den Flügeln zu schlagen und dann hier in einem Orkan die ganze Stadt verwüsten, habe ich keine Lust, mir jetzt Gedanken zu machen. Das können wir dann später machen, wenn wir wirklich Theater haben und wenn die Typen bei uns vor der Tür stehen. Also dann ist es wahrscheinlich zu spät, aber wenn wir zumindest davon irgendwie ahnen, dass die bei uns vor der Tür stehen. So. Sauerstoff. Atmen. Ja, das hast du gestern zu der Tussi auch gesagt. Genau, und bei dir habe ich auch alle 5 Minuten das Gefühl, dass ich das bei dir auch sagen muss. Aber ich krieg gar kein Kind. Nee, aber tust zu wenig atmen, definitiv, meiner persönlichen Meinung nach. Aber dann hätte ich blaue Lippen, die habe ich nicht. Genau. Aber blaue Haare, guck, wenn ich das will. Sie stellt ihre Haare blau. Siehste? Na gut. Wir sollten erstmal gucken, dass wir uns hier heimlich machen. Ja, das passt schon. Ja, ich denke auch. Keine Ahnung. Das Auto nochmal kurz wegfahren irgendwie. Nicht, dass es direkt vor der Tür steht. Das steht schon woanders. Okay, gut. Ich weiß nicht, wo du es gestern Abend abgestellt hast. Nee, das steht... Jetzt hat ja keine Regelkontrolle. Ach, hör auf, rumzuheulen. He's here, fit. Egal. Die Tür fliegt auf. Vlad steht im Raum. Die typische Falte natürlich. Es ist nicht direkt die typische Falte. Es ist eher eine leichte Zornesfalte diesmal. Er schmeißt Jojo einen sehr großen Beutel mit sehr vielen Kleidungsstücken entgegen. Du findest darin, da er sich quasi im Flug dann auch so halb im Zimmer entleert, Kleidungsstücke, die du seit Jahren vermisst hast. Das ist unglaublich. Also du kannst da bestimmt jetzt eine Woche davon leben, so kleidungsmäßig. Scheiße, den Rock habe ich seit Ewigkeiten gesucht. Voll gut, danke. Wie kann so eine kleine Person so viele Klamotten haben? Das habe ich mich auch gefragt. Dankeschön. Sie umarmt ihn. Ja. Jetzt gib erstmal meinen Shit her. Sie gibt ihm den Shit zurück. Boah, wie viel habt ihr euch da reingezwiebelt? Frag die beiden. Was? Ja, die muss nicht nix fragen. Die sieht schon so aus wie weggetreten. Hab doch gesagt, das ist nichts für Schwache. Hab doch gesagt, das ist nichts für Elfen. Warum siehst du so wütend aus? Ja, rate mal. Du hattest keine Lust aufzuräumen.
Ja, hast du aber gut geraten. Spreche dich aus. Ja, ich habe mal eine Frage. Pass mal auf. Wenn die Alte halt bei dir ist und du sagst, du kommst in ein paar Stunden wieder und die wartet und findet halt überall so ein paar Klamotten und du sagst, wow, hier, Alte, komm mal zurecht, halt mal die Fresse. Das ist quasi von, das ist von der einen, die kenne ich Von seit der Jahren. Schwester. Das ist quasi von einer Schwester und die pennt halt manchmal hier und da ist halt nichts und bla und da ist sie noch viel mehr ausgerastet. Was ist denn mit den Frauen kaputt? Stefan zuckt einmal mit den Schultern und deutet auf Jojo. Warum guckt ihr mich jetzt so an? Weiß ich nicht, aber ich meine, ich habe dir dann explizit, okay, nee, ich habe dir dann einfach gesagt, halt die Fresse, ich will doch eh bloß über dich drüber rutschen, mach mal nicht so einen Aufstand wegen irgendwas und da ist sie noch mehr durchgedreht. Oh, das war der Fehler. Verstehe ich auch nicht. Ja, aber ich meine, Pass mal auf. Frauen schätzen Ehrlichkeit, habt ihr gesagt. Nee, ich hab dir letztens gesagt, du sollst sie anlügen. Das kommt Ach, drauf an. stimmt. Das kommt drauf an. Also, ich find's gut, wenn man ehrlich zu mir ist. Aber das willst du jetzt wieder nicht wissen. Ich kann auch Ich nicht wollte gerade sagen, verstehen. Sie schätzen Ehrlichkeit, aber hassen es, dass man ihnen die Wahrheit sagt. Das ist eine Lüge. Aber nein, das kannst du so nicht sagen. Pass auf. Es kommt drauf an, was für ein Weibstück du da hast. Wenn du so ein Weibstück da hast, das irgendwie der Meinung ist, es sei was Besonderes, dann will die auch das Gefühl haben, dass sie was Besonderes ist. Das heißt, sie will irgendwie das Gefühl haben, dass sie die einzige Frau ist. Natürlich ist sie das nicht. Das weiß jeder. Das weiß sie irgendwo auch. Aber sie will zumindest, dass du so tust, als wäre sie die einzige Frau. Verstehst du? Aber das ist doch nur irgendeine abgefuckte Nutte. Das ist egal. Das hat Okay. damit gar nichts zu tun. Ich weiß, das ist anstrengend und es ist aufwendig. Und ich verstehe dieses Klimbim auch nicht. Ich habe es noch nie verstanden. Aber so ist es halt leider mal. Und sowas wie irgendwie, ich will eh nur über dich drüber rutschen, weißt du, das wollen die nicht hören. Da musst du halt mal sagen, oh, es tut mir leid, Ich weißt du? entschuldige mich doch bezahlst nicht bei der zu irgend so einer wenig. Schlampe. Nö, aber dann hauen sie halt ab, ne? Ja, ich glaube, der werde ich einfach wieder wirklich zu irgendeiner Nutte gehen. Ich meine, da hast du genau das, was du willst, bezahlst ein bisschen Geld und wenn es scheiße war, kannst du wenigstens auch mal was zurückgehen lassen. Das stimmt. Ja, wie auch immer. Lager deinen Scheiß nicht bei mir. Warum nicht? Meine Ganz ruhig. Fresse. Willst du Kaffee haben? Wir haben noch Kaffee da und wir haben noch Chips da und wir haben Schoki da. Schoki macht glücklich. Nee, hab ich jetzt Nur bei eigentlich keinen Frauen. Bock. Was, Steppi? Nur bei Frauen. Ach so, Schoki. Oh, die hatte ich sogar noch für die. Ist ja auch egal. Ey, was ist denn mit der da jetzt? Die ist ja völlig weggetreten. Die pennt. Mit der ist schon alles okay, die ist gerade nur zickig. Wieso ist denn die zickig? Keine Ahnung. Pack halt. Immer, es ist einfach immer das Gleiche mit den Spitzohren. Na komm, jetzt reicht's aber mal. Was willst du denn jetzt? Naja. Siehste. Passt mal auf, Passen? 3, 4 Tage könnt ihr hier bleiben. Ja, passt schon. Ich glaube, das reicht auch. Wenn ihr noch irgendwas braucht, dann kommt nicht zu mir. Wollte schon sagen, das kann ich auch selber holen. Gut. Sag mal übrigens, ich habe mir mal so Nachrichten reingezogen. Wer von euch ist der zweite Ork? Keiner, die haben Scheiße gebaut. Der eine war ein Ork, der andere war ein Norm. Okay, also wurde es. True. Mach ich das denn? Scheißegal. War auf jeden Fall eine richtig saubere Aktion, habt ihr gut hinbekommen. Nee, eigentlich nicht so wirklich. Also eigentlich haben den größten Scheiß nur die anderen gebaut. Wir Ja, hatten das nichts erzählst du dagegen. jedes Mal. Den größten Scheiß haben die anderen gebaut. Nee, Stimmt nee, da nee, nicht. nee. Ich Wir habe waren schon oft gar nicht genug in gesagt, wenn ich Schuld. Scheiß gebaut habe. Aber egal, auf jeden Fall so. Weiß nicht. Mensch, Schwesterchen, habt da mal die Eier wenigstens zu sagen. Yo, ich wollte noch was in die Luft jagen, aber hab's nicht mehr hinbekommen. Nee, wollte ich eigentlich gar nicht. Das konnten wir uns leider gar nicht auf die Fahnen schreiben. Die Bullenlampe da haben auch die anderen umgelegt. Da gab es also noch andere. Na, es waren die zwei Typen, die halt da rein sind und dieses ganze Trarä da irgendwie veranstaltet haben.
Ach, und ihr wart die drei anderen, die da ja, rauskamen. Natürlich. Was dachtest du denn? Na, ich trau dir alles zu. Ja? Moment. Ja, okay, also hat man jetzt vermutlich irgendwelche Bilder von euch. Vielleicht. Mal gucken. Hello? Na, so halbwegs. Na, das, was halt bei der Sinn dabei ist. Aber das kriegen wir noch raus. Das passt schon. Ich Also glaube nur. nicht. Nein, ich glaube nicht, dass Evo da so viel Theater macht. Ja, wäre nur scheiße, wenn Evo irgendwie so eine Gesichtserkennungssoftware hätte und immer, wenn ihr jetzt irgendwo in Evo-Schuppen reinrennt, das Ding pling macht, oder? Das wäre ein bisschen doof, aber da müssen wir mal gucken. Ja, es ist ein AAA-Großkonzern, der über die ganze Welt verteilt einfach ultra viel Macht hat, aber easy, habt ihr gut hinbekommen. Ach, scheiße! Musst du immer ihre Laune kaputt machen? Ja, Er hat klar, meine dafür bin ich Laune nicht. da. Er hat meine Laune gar nicht kaputt gemacht. Ich Ich weiß habe mir nur trotzdem. vorgenommen, mich beim nächsten Mal einfach ein bisschen aus Evo-Schuppen rauszuhalten. Und ich weiß, dass ihr euch das zum Spiel gemacht habt, zu versuchen, meine Laune kaputt zu machen, aber so leicht ist das gar nicht so. Willst du jetzt noch Kaffee haben oder nicht? Nee, ich wollte nur einen Scheiß vorbeibringen, meinen Scheiß abholen und dann bin ich auch wieder weg. Hier stinkt's. Bedank dich bei den beiden. Es stinkt so sehr, dass. Was? Ja, okay, ich bedanke mich. Es stinkt so sehr, dass draußen drei Teufelsratten in der Nähe der Tür rumliegen und sich irgendwie Die Nase zerrümpft. fahren oder irgendwie putzen. Ich weiß Die es sind nicht. mir vorhin schon die ganze Zeit hinterhergerannt, die Scheißviecher. Ich habe mich gefühlt wie der Scheiß-Rattenfänger von Hameln. Also, wenn dir Teufelsratten hinterherrennen, sollst du dir echt Gedanken machen. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Deswegen bin ich hier wieder reingeflüchtet. Nicht, dass die Muschi. irgendwie noch Hunger kriegen. Ja, dann haben sie hier auf jeden Fall was zu fressen. Also wir haben Anorexia, er deutet auf Billy. Wir haben ein kleines Knochending, deutet auf Jojo. Und wir, ey, das lohnt sich sogar. Steppi, pass bloß auf. Ey, halt mir die Dinger vom Leib. Stimmt, er kann einfach drauftreten. Das Tja, musst du die selbst Armen. machen. Was, die Dinger kann man sogar essen. Ja, da muss Kann man man. aber ewig was auskochen. Das stimmt allerdings. Aber es geht, man kann sie essen. Sie schmecken wie Hühnchen. Nee, ich glaube, es wäre sinniger, wenn wir gucken, dass wir vielleicht was vom Staffercheck besorgen. Ja, dann gehe ich halt noch mal was holen. Habt ihr euch nicht genug irgendwie gestern geholt? Ich meine, Doch, da sagen. ist erstmal genug da. Wollte schon sagen, ganz so blöd dachte ich, bist du nicht. Bin ich auch nicht immer. Manchmal, aber nicht immer. Na, dann ist ja gut. Ich habe sogar noch ein paar Flaschen Wodka für dich, Steppi. Wo denn? Da? Meins. Er nimmt sich zwei Flaschen Wodka. Ach, come on. Hey, pass auf. Ihr kamt hier an, weil ihr irgendwie Scheiße gebaut habt. Und ihr seid hier eigentlich, also ihr habt jetzt einen Platz zum Pennen. Und ihr seid hier relativ geschützt und sicher. Er wird's ja wohl auf jeden Fall drin sein, dass ich mal zwei Flaschen Wodka kriege. Ja. Sichi, lass dir von dem Typen nichts einreden. Viel Spaß damit. Dankeschön. Denk Viel dran, Spaß noch. Frauen anlügen. Mann, siehst du heute wieder gut aus. Ach, danke, das ist so nett von dir. Und du bist doch gar nicht so nervig wie sonst. Tschüss. Tschüss. Er knallt die Tür hinter sich Ach, zu ich und stapft mag nach ihn, unten. sagt sie noch kurz bevor er die Tür zugemacht hat. Glaube ich. Nee, was ich meine ist, von wegen mit Sachen besorgen, dass wir unsere Sitz noch so ein bisschen durch Moskau wankeln lassen. So haben die Bullen vielleicht nicht sofort irgendwie Was willst du? so, Ach so, verschwi so. so verschwinden die Sins nicht ganz von der Bildfläche. Zufällige zeitgleich, wo nach ihnen unter Umständen gesucht wird. Darum meine ich. Ach so, das meinst du. Ja, es ist aber gar nicht so einfach. Dann müsstest du jetzt irgendeine Möglichkeit finden, ja gut, sie auszustrahlen, kontrollieren zu lassen, was auch immer. Also das wäre schon ein Ja, bei bisschen. jedem blöden Stuffer-Check. Naja, Da was. kannst du ja schon gar nicht mehr einkaufen ohne die Dinger. Ja, aber es ist doof, wenn sie unser Gesicht dazu registrieren, oder? Meinst du so Kamera-Überwachungskamera-like? Moment, Moment, Moment. Hast du nicht deine Drohnen dabei? Immer. Ja, dann kannst du doch, können wir doch zur Not irgendwie, kann man die Drohne so programmieren, dass die Sins ausstrahlt? Das können nur Comlinks. Das kann man doch bestimmt umbauen, oder? Ich kann das Comlink, also ich kann mein Comlink an meine Drohne dran bauen, ja? Ich glaube an die Größe.
Ja, siehst du, das ist doch super, dann machen wir das doch. Und dann können die durchfliegen, dann gucken wir halt irgendwie, dass du die Teile irgendwie an so Zinnüberprüfungsdrohnen vorbeifliegen lässt. Und wenn sie dann halt auffliegen, ja, dann ist halt Pech. Aber dann, ne? Verstehst du? Ja, ich verstehe schon, was du Dann meinst, ist ja. sie wenigstens so ein bisschen durch die Gegend getingelt. Voll gut. Machen wir. Und Klingt ich nach hab einer was Idee. zu tun. Gib deine Drohne her. Immer meine armen kleinen Drohnen. Ja, gut. Lass mich hier gucken. Billy? Jojo schickt Billy eine Nachricht. Du, wir haben gerade voll die Idee gehabt. Wir dachten, wir basteln irgendwie so, dass wir uns irgendwie so unsere Sins vielleicht auf so eine, auf eine, auf eine, auf einen Comlink rum hochladen, auf so ein blödes, billiges Comlink, was dann die Sins ausstrahlt und wir dann mit der Drohne unsere Sins so ein bisschen durch Moskau tragen, damit es A, so aussieht, als ob wir irgendwo in Moskau unterwegs sind. Und B, die Dinger an verschiedenen Stellen vielleicht einfach mal auftauchen und also quasi kontrolliert werden, sondern damit es nicht so aussieht, als ob wir jetzt völlig von der Bildfläche verschwunden wären, verstehst du? Wenn die dann auffliegen, sind wir wenigstens nicht dabei. Also dann wissen wir zumindest, ob die Sins gesucht werden oder nicht. Du siehst so, wie auf einmal ein schwerer Atemzug durch Spiele durchgeht. Augen gehen auf. Echt? Ist das die Idee, um unsere Weste reinzuwaschen? Nicht Weste reinwaschen, aber zumindest ein bisschen Auszuloten, was gerade Sache ist. bisschen zu lüften. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, wenn Sins einfach so durch die Gegend fliegen ohne. Naja, Entweder das oder wir fahren jeder einmal so nach einem Stuffer-Check irgendwo weit weg von hier. Dass da zumindest schon mal irgendwie die Sinn auftauchte. ich weiß, was wir machen. Wir gehen ins Spa. Wir gehen ins Bar. Wir gehen ins Spa. Okay. Valeria will eh wissen, was Sache ist. Ich muss waschen. Ich muss mich waschen. Ich will hier raus. Dir ist klar, dass wir hier die nächsten paar Tage bleiben werden, oder? Ich brauche Klamotten von meiner Bude. Ich brauche Verpflegung hier. Wir haben Verpflegung. Das Zeug? Na, ich habe auch noch ein bisschen anderen Säukram geholt. Ich brauche normales Essen. Was ist normales Essen für dich? Das ist doch normales Essen. Nicht Säukran. Ich muss euch mal bekochen, glaube ich, die Tage, wenn der Scheiß hier über Billy, ist. Hm? Billy, die nächsten Tage ist Hm? keine Zeit für Extravaganzen. Wie Also, wir. kannst du es wagen? Wie kannst du es wagen, eine Diva nicht ihre Extravaganzen zu überlassen? Billy, ich mag deine Extravaganzen, aber es gibt einfach Zeiten im Leben, da muss man diese Extravaganzen mal zurückschrauben. Also wir können gerne ins Bar fahren. Ich glaube, bei Valeria ist es eigentlich relativ dicht, aber trotzdem. Zum Thema Extravaganzen kann ich dir sagen, du, kein Anschluss in der Dieter-Nummer. Mein Gott, ich rede gegen eine Wand. Hallo, Wand. Woher Egal, wir kennst du fahren dich jetzt. eigentlich so gut mit so einem Zeug aus? Wer? Du? Mit was für einem Zeug? Ja, Unterschlupf, Untertauchen, hast nicht gesehen, Low Profile, so ein Zeug. Ich meine, ich dachte, ich kenne mich schon aus damit, von wegen, nachdem ich Horizon sozusagen etwa, grob Nachricht, 100.000 New Yen geklaut habe. Weil ich lang genug bei einer Gang war. Okay. Jetzt Ich weißt du, weiß. warum ich in eine Gang möchte. Was Wieso sagt willst du die. in eine Gang? Ich habe Die keine Ahnung, warum du Falcons? in eine. Ja, ich kann es irgendwie verstehen, aber irgendwie auch nicht. Mund auf, Mund zu. Ja. Warum? Was, warum? Na, warum willst du? Weil Leute, weil Was offensichtliches heißt Wissen, weil bei besser als Leute, weil alleine? offensichtlich Wissen oder besser als alleine? Du hast doch genug Freunde. Ich hab euch beide. Na und sonst? Einen alten Kollegen aus dem
der mir nicht den Arsch versohlt hat, nachdem beziehungsweise der. Dann lernen andere Leute kennen. Leute kennenlernen ist jetzt nicht weiter schwierig. Ja, darum eine Gang. Oh, hast du die Schutz, ist schon klar, dass, was es, die ist schon, nee, Leute. Schutz hast du und die ist schon klar, was es bedeutet, wenn du in einer Gang bist, oder? Weiß nicht, was meinst du denn? Es kommt ein bisschen drauf an, aber von dir wird erwartet, dass du anderen Leuten im Zweifelsfall den Arsch aufreißt. Von dir wird erwartet, dass du dich an Aktionen beteiligst, die vielleicht denen, die wir da jetzt gemacht haben, nicht ganz unähnlich sind, wenn auch in einem anderen Maßstab. Dir ist klar, dass das Schießereien bedeutet, dir ist klar, dass das Prügeleien bedeutet, dir ist klar, dass das Einbrüche bedeutet und wahrscheinlich auch Dinge, auf die du eigentlich gar keinen Bock hast. Naja, wird sich ja nicht so viel ändern im Moment. Ich sag's dir nur. Naja, es ist auf jeden Fall besser, als irgendwo alleine rumzusauern und hoffen, dass man am nächsten Tag nicht von irgendjemandem niedergemacht wird. Das ist deine, keine Ahnung, deine Motivation, in die Gang zu gehen? Sag so, was war deine? Das waren meine Freunde, das war meine Familie. Ja, ich hoffe, dass es ähnlich wird. Ich weiß nicht. Ist nicht leicht, wenn man mit dieser Fragfresse durch die Gegend muss. Was willst du eigentlich? Was ja, für eine Hackfresse? Du, ja, so vom Gesicht wedel. Ja und? Was das meinst du? Na, hast doch gesehen, was allein in den Nachrichten ist. Von wegen, wird selbst ein Mensch als Ork dargestellt, nur damit man schön auf die einprügeln kann. Hä? Ja, du kennst ja, das nicht. Ja, Rassistenpack, klar kenne ich das. Stefan, sie kann es nicht nachempfinden, als yeah. Metatyp abgestempelt zu werden. Das kannst du keinem erklären, wenn man es nicht von einem Lee, gewissen... Ich war in einer Ork-Gang, natürlich kann ich das verstehen. Du bist aber du kein bist Ork. Kein Ork. Du bist auch kein Elf und kein Troll und kein Zwerg. Du bist passt schon. Normalo. Ich möchte ja echt nicht ans Bein pinkeln, also verstehe das nicht. Bitte nicht falsch, aber... Ich verstehe das nicht falsch, keine Sorge. Für uns ist es schon hart. Du hast ja gerade erst gehört, wie unser lieber Freund sich über uns unterhalten hat, über mich ausgelassen hat. Vlad, meinst du? Jo, und wie ich allgemein von Falcons behandelt werde. Da geht's ja im Gegensatz, gerade hier geht's ja Stella noch um einiges besser. Sag mal, wie hat Billy das eigentlich gehört? Ich war doch vorher. Nein, am Vortag hat sie das ja mitgekriegt, ach so, wie er sich ausgelassen hat. Vorher hat sie das gar nicht mitgekriegt. Gut. Was soll ich sagen? Kein Schwanz ist so hart wie das Leben. Und wenn du nicht aufpasst, bleibst du kleben. Genau. Also, darum. Gang ist besser. War viele Freunde, viele Leute um einen herum. Gleich weniger Stress prinzipiell. Passt schon. Außerdem sind das gute Jungs. Eben, darum habe ich auch mich grob in die Richtung gemacht. Also, schauen wir mal, dass sie die Comlinks irgendwie an die Drohne kriegen. Na, das sollte nicht weiter schwer sein. Irgendwie ein Wegwerf-Comlink und dann bla. Passt schon. Ich habe das jetzt nicht ganz mitgekriegt. Ihr macht... ich habe nur dieses eine Comlink. Achso, nee, wir hatten überlegt, unsere Sins quasi oder die Sin-Nummern auf eine Drohne zu laden und die einfach so ein bisschen in der Stadt rumzuschicken, damit die Sins auch vielleicht woanders mal registriert werden. Ohne, dass wir dabei sind. Ich weiß nur nicht, ob das geht mit Gesichtserkennung oder irgendeinem anderen Scheiß. Ah, das kommt ein bisschen drauf an. Worauf? Also erstmal, in welchem Stadtteil ihr die rumfliegen lassen wollt, in welchen Gegenden ihr die rumfliegen lassen wollt. C-Gegenden. Dann ist es so, die Sin wird ja nicht die ganze Zeit abgerufen. Also eigentlich ist es gerade in C-Gegenden entweder mal eine der wenigen Polizeikontrollen, wenn irgendwas ist. Ich würde gerade sagen, B oder besser wäre vielleicht vorteilhafter, wenn du deine Sin irgendwie unterwegs haben möchtest. Ja, wenn sie aber auch leichter hochgenommen.
Also gerade eure Sins werden in B-Gebieten, außer Billis, per se natürlich auch eher einfach mal als Fälschung entdeckt. Das Einfachste, um zu gucken, ob da direkt was passiert, wäre halt tatsächlich irgendeine Finanztransaktion. Also ein Einkauf, um das mal kurz, ne? Ja, zur Not müssen wir das machen. Dann doch Staffa. Alle ab zum Check und alle was kaufen dort. Dann Aber machen wir das natürlich auf nicht den hier, Weg zu sondern. Walli. Nein, wir gehen nicht zu Wally. Doch, jetzt nicht. Dachte, du willst ins Nein, Bar. ich will ins Spa, aber nicht. Wir können erst in 1 bis 2 Tagen, besser 2 Tagen dort aufschlagen. Dann machen wir das halt. Sie hat mir jetzt auch empfohlen, wir sollen den Kopf unten halten. Ich soll die Füße stillhalten. Ich habe hier zwar höllische Kopfschmerzen und mir geht's scheiße hier, aber. Na, dann kriegst du halt einfach mal Ibus und dann ist gut. Super Idee! Ich besorge jetzt Ibus, um zu testen, ob meine Sinn noch in Ordnung ist. Ich muss hier raus. Können wir rumfahren ein bisschen? Ja, klar. Jo. Cool. Wird auch sein, Ich. dass wir vielleicht unsere Sins einzeln an- und ausschalten. Das heißt, mal kauft die Jojo was ein, mal kauf ich was Klar. ein, mal kaufst du was ein. Immer überall woanders, sozusagen, bloß nicht im Umkreis von 10 Kilometern. Also ich würde dann gerne tatsächlich in irgendein Hotel ein. Checken zum Duschen und Kacken und Okay, auch gut. Klamotten. Ich möchte frische Klamotten kaufen. Mein Mortimer ist zwar top und schön, aber ich muss aus den Klamotten raus. Na, Automatenkleidung gibt es doch überall im Staffer, das ist okay. Jo. Ja, ich programmiere uns einen Weg in Jodos Auto, außer sie möchte selber fahren, was ich mir auch Sie fährt vorstellen kann. selbst. Na, okay, gut. Okay, ihr fahrt zum Staffer und zu einigen der anderen etwas. Na, es sind ja maximal Unterschiedläden, die es da so gibt, um Kleidung zu kaufen, um Ibos zu kaufen und so weiter. Noch ein Oh, bisschen nicht Essen. in dem Stadtteil, in einen anderen Stadtteil rein. In anderen Ja, Stadtteilen? natürlich. In Komplett welchen anderer denn? Stadtteil. Oh, Irgendein jetzt muss ich anderer. wieder einen Plan aufrufen. Angrenzendes C-Gebiet passt, aber anderer Stadtteil. Also zumindest weiter weg, nicht direkt da. Donskoi, sagt er. Jo. Gut, Aber am Rand von Donskoi. Läden. Geht hier irgendwo hin, also ihr geht zum Staffer, das ist klar. Geht hier irgendwo hin, wo auf dem Laden steht Evo oder einige der Tochterkonzerne oder geht hier irgendwo Sicher hin? nicht. Nee, Evo nicht. Ja, hätte ja sein können, ich halte euch einfach für dumm. Schön. Ja, man wird ja mal seine Spieler irgendwie angreifen dürfen. Nee, kauft ein, das ist alles überhaupt kein Ding. Pff, ja, hier, bla, passt. Ist überhaupt kein Problem, dass ihr werdet auch nicht sofort von der Polizei erschossen oder irgendwas. Es ist sogar mal so, dass eine Polizeistreife an euch vorbeifährt. Die kontrollieren da zwar jetzt so keine Sins, aber da ist erstmal, scheint alles easy, auch wenn das Adrenalin oder den Blutdruck etwas kurz in die Höhe treibt. Also das scheint zu funktionieren. Ihr wollt jetzt ein bisschen springen, habt ihr gesagt, nach dem Shopping. Genau. Jo. Dann sagt mal was an. Ein, zwei Tage. 2. 2 Tage. Ich würde vorschlagen, so 2 Tage bis zu dem Zeitpunkt, wo wir wirklich ins Spa können. Ich würde dann wirklich für die Off-Topic, damit ihr Bescheid wisst, weil ich habe es ja in den Chat geschrieben. Ich wollte euch nicht unterbrechen, weil es cool war. Ich hatte ja eine Nachricht an Valle geschrieben, dass wir mit 3 Gästen vorbeikommen würden für ein paar Stunden im Spa, etwa ab 8. Im Spa? Ich habe schon wieder einen Sprachfehler. Wunderbar. Im Spa Habe. habe Genau, habe. ich weiß aber auch ich nicht genau. Und Manchmal, wenn ich alles schlecht versteht. Ich habe bei der letzten Aufnahme gehört, ich versteht man wirklich scheiß schlecht. Es ist so schlimm. Gerade wenn dann viele dabei sind, wie jetzt bei Kind, aber wie dem auch sei. Sie hat mir gesagt, wir sollen in 2 Tagen ungefähr bei ihr vorbeikommen. Das wäre besser aus ihrem Blickwinkel und dementsprechend hat Sibyl sich auch dran gehalten und jetzt quasi nach 2 Tagen in der Bude abhängen mit wenig Wi-Fi-Signal, schlechtem Essen und unregelmäßigen Toilettengang. Das muss ja auch erwähnt werden. Nee, muss es nicht. Könnte man jetzt dann quasi nochmal bei Valerian fragen. Gut. Ja, ihr fahrt mit dem Auto zu Valerias Puff. Es ist ein Bordell. Puff.
Und du darfst nochmal ganz kurz ihr Aussehen beschreiben. Ich bin selber krass. Ich weiß gar nicht mehr, wie die aussieht. Mach mal. Oh Gott, Valeria war unheimlich hübsch. Nicht wirklich, ich hab das Bild Eine gesehen. wunderbare Frau, ein Traum in Schleiflack. Moment, ich muss mir gerade mal die NSC-Bilder aufrufen, weil wir sie da alle drin haben, damit Mit ich dem etwas. Gesicht, das so operiert aussah wie Pamela Andersons Brust. Nein, Ach Pamela stimmt, und Anderson sie hat sieht auch. besser aus. Ach stimmt, und sie hat auch Brüste so groß Richtig. wie. Ich weiß gar nicht, mir fällt nichts ein. Also wasserstoffblond mit Tattoos an den Ellenbogen in einem weit ausgeschnittenen, fast schon nicht existierenden Dekolleté mit einem goldenen Kreuz umhängen. Blond hatte ich schon gesagt, ne? Mit diesen typischen aufgespritzten Lippen- und Wangenknochen. Schon etwas Boah. älter, um die, ich poste doch glatt nochmal zu uns in den Chat rein, oder? Damit nochmal jeder schauen kann, wie toll sie doch aussieht. Und wir müssen den Link dann veröffentlichen. So Ja. widerlich, die Frau, ey. Die ist so wunderschön. Ich würde Oh. total mir die auf den Bauch binden wollen. Nackig. Boah. Und, ja, aber Scheiß Katalog-Weiber immer. eine herzensgute Frau. Ja, Russenschlampen.de halt, ne? Und, ja, herzensgute Frau, ein wunderbares Verhältnis zu Sibylle. Quasi die Tochter, die sie niemals hatte oder wollte. Du Wollte bist vor die allem. Tochter, die sie niemals wollte. Yes! Hatte oder wollte. Von dem her, ja, kommen wir ins Bordell. Also ich muss jetzt mal das Bild zumachen. Ich kann gar nicht sprechen, wenn ich das so sehe. Warum denn? Ist doch eine wunderbare Frau. Oh, ich liebe die, ich Ich brauche die, ich muss drauf auf will die. die. Ja. Uah. Ja, ihr kommt in das Bordell, das ist, ja, auch nicht in so einem guten Stadtteil, auf jeden Fall besser als der, in dem ihr jetzt wart. Aber das Ding selbst ist halt schon nochmal sehr viel angenehmer von der Ausstattung, auch äußerlich, sowie halt dann auch innerlich von der Möblierung, von der Hintergrundmusik, von den Damen und Herren, die sich dort prostituieren. Also das sind auch gepflegte Menschen. Und da scheint es auch tatsächlich, also da kann man Häppchen immerhin, man kann da nicht essen, man kann aber Häppchen genießen und das ist schon deutlich besseres Essen, als ihr so hattet. Und Valeria tritt dann auch, erwartet euch ja, tritt dann auch direkt auf Billy zu, Küsschen links, Küsschen rechts, versteht Gott, fass sich. mich bitte nicht an, Walli. Ich stink. Ich brauche auch das volle Programm. Ja, aber ich denke, eine Begrüßung ist trotzdem angemessen, Liebes. Du weißt, Danke. wo es lang geht, dusch dich erstmal. Aber sowas von halbe Stunde vorneweg. Jojo, hallo, schön dich nochmal zu treffen. Hi. Und du bist Stefan. Stefan, sehr angenehm. Ich führe euch, ich denke, ich nehme irgendwie an, ihr wollt euch vielleicht auch nochmal irgendwie reinigen. Habt ihr jetzt die Gelegenheit? Ach so, ja, stimmt. Ah, voll die gute Idee. Ich muss Vielleicht ist sie dann auch anmerken, mal nicht Jojo mehr ist in den grün. letzten 2 Tagen extrem nervig geworden. Also je länger sie in dieser Wohnung eingesperrt war, desto Noch himmeliger wurde nerviger? sie. Ja, desto nerviger wurde sie. Sie ist eigentlich die ganze Zeit entweder hin und her gelaufen oder ist kurz raus und wieder rein und wieder raus und wieder rein und irgendwie hat die ganze Zeit an irgendwas rumgenestelt und rumgespielt und irgendwas anderes. Also die konnte keine 5 Minuten stillsitzen. Quasi wie irgendwie ein Crack-Addict, der seinen Schuss nicht bekommen hat. So Crack Addicts ungefähr. brauchen keinen Schuss, die brauchen einen Ja, du Zug. weißt, was ich meine, im übertragenen Sinne. Die hat den Schuss nicht gehört. Das war eine Verstehst. Metapher und ihr habt ihn nicht verstanden, denn ich bin klug. Okay, Ja. ja, ihr könnt euch da, das ist nicht nur duschen, da gibt es auch Whirlpools, die für euch freigehalten wurden, mit allerlei Badezusätzen und Parfümierungsmöglichkeiten und einem Schminkset für Sibylle und ganz Oh toll, Gott. also wunderbar. Ich werde mir das nie leisten können. Vor allem auch die Mädels Steht er so nicht. davor? Jetzt werdet ihr mal verwöhnt Willst nur hier. nicht. Hier, Steppy, magst du eine Massage haben mit Happy End? Mit Happy End? Sowas gibt Mit es Happy hier? End. Du hast noch nicht gekriegt, was das für ein Raum ist. Oh Gott, Walli, kannst du ihm mal eine Führung geben? Das könnte So, ich sowas gibt's theoretisch hier für machen, mich. aber. Das ist ein Bordell, also mit Spa-Bereich natürlich. Man kann sich hier auf viele erdenkliche Weisen körperlich verwöhnen lassen. Wenn du nur eine Dame oder einen Herrn zum Reden suchst, ist das natürlich auch möglich. Sie zwinkert. Ich weiß nicht, ob er jemanden. Möchtest du den kleinen Jungen haben, Steppy? Nein.
Nein. Nope. Dann, weißt du was? Ich schreibe ihm doch mal eine Massage. Klingt interessant. Natürlich. Er schaut trotzdem etwas skeptisch, aber man lässt sich ja mal verwöhnen. Naja, ich meine, eine gute Massage, ihr habt auf viel zu kleinen Sofen und Isomatten gepennt, das ist schon sehr angenehm, da wird alles rausgerubbelt und am Ende wird dann noch alles rausgerubbelt. Gerubbelt. Strike. Ja, das klingt geil. Ja, recht hat er. Das klingt überzeugt. Ja, geil, also, toll. Juche. Ja, ihr kriegt eine Massage, wer will, ihr kriegt eine Massage mit Happy End, wer will, ihr könnt euch da irgendwie sonst noch prostituierend verdingen, na nicht verdingen, sondern... Das Gegenteil davon. Ihr könnt es ausleben, wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, das ist mir bewusst, das spielt man andermal aus, wenn wir keine Zuhörer haben. Und... Und ja, das tun wir. Natürlich machen wir das. Aber dann nur bei der Tischrunde, damit ihr... Ne, Live-Action-Rollenspiel dann bitte. Ja. Dafür haben wir ja eine Frau dabei. In jedem Fall... Natürlich. Ihr kommt dann auch irgendwann wieder zusammen. So ist das nicht. Also Sibylle wird sich im Pool aufhalten, im Whirlpool, den Massagestrahl sich in den Rücken einprägnieren lassen oder wie auch immer. Und, ich wollte gerade sagen, Stefan hat man wahrscheinlich auch noch nie so sauber gesehen. Und mit Valeria wahrscheinlich schnacken, je nachdem, ob sie Zeit hat, natürlich. Ja, sie nimmt sich natürlich die Zeit. Ich meine, das war ja für dich auch fürchterlich nervenaufreibend und so. Gott. Ja, ich weiß nicht, wie weit sie wissen will, was Sache war, aber mit Valeria hat Sibylle so ein gutes Verhältnis, dass sie ihr die Geschichte erzählt. Sie drängt dich nicht, irgendwas zu erzählen, aber ich nehme an, das muss raus aus Sibylle, von daher. Ja, die muss plappern. Richtig. Gut. Juri wird da eigentlich gar nicht so lange drin sein, weil sie einfach auch nicht die Ruhe hat, sich jetzt noch irgendwo hinzulegen oder irgendwas anderes. Das geht gar nicht. Sie ist völlig unausgelastet. Oh doch, gerade nach den zwei Tagen Jojo pur ist eine Stunde oder sowas oder zwei Entspannung auf die ein oder andere Weise definitiv angebracht. Ein Wechselspiel von N und Anspannung, ich verstehe. Ja, ja. Ja, hier werden die Wände weiß tapeziert, ne? Druckventilöffnung. Hochdruckreiniger. Nee, reinig ist rein. Ich wollte gerade sagen, wenn du das als Reinigung betrachtest, okay. Also wenn das mit Hochdruck geschieht, ist es also knochenblank. Ich wollte schon sagen. Ja, aber anschließend musst du die Fliesen von der Wand reißen, das geht ja auch nicht, oder? Aber es klebt so schön. Ich hab doch gesagt, Steffi braucht ein Penisimplantat, dann hätte er Hochdrucksperma gehabt, dann könnte er bestimmt auch das als Waffe einsetzen oder sowas. Cybersperma. Nein, will man das wirklich? Warum denn nicht? Nicht schön, aber selten. Genau. Nee, das ist alles natürlich, was da rauskommt. Ja, klar. Soweit der Staffer-Check-Fraß das zulässt bei dir, dass er irgendetwas auch nur annähernd natürlich ist. So ein, weiß er einfach nur so ein pupsheißer Wind, so pff, das war dann. Ja, gut, wunderbar. Also Jojo wird quasi sich nicht lange aufhalten, die wird sich waschen. Ich meine, die Gelegenheit wird man ja nutzen und dann ein bisschen dort durch die angrenzende Stadt ziehen, habe ich so verstanden. Ja. Genau. Erstmal halt wirklich einfach nur den Pelm aus der Hütte wedeln. Das klingt komisch, aber egal. Ich wollte gerade sagen, war das nicht mein Satz? Weiß nicht, nein, nicht den, nein. Jetzt war es mein Satz. Ja, das war gehijackt. Ja gut, Jojo will rumrennen, also schließen wir uns doch Jojo an. Na, ich nehme an, dass während ihr euch noch massieren lasst, also wenn ihr einfach länger seid, dann ist die einfach schon vorher draußen. Ich meine, man kann sich ja später wieder treffen. Ihr habt das ja macht eine Comlink-Verbindung. Ich wollte schon sagen, das macht die, während ihr unterwegs seid. Also während ihr irgendwie beschäftigt seid, ist sie unterwegs.
Während ihr euch entspannen lasst, ist sie unterwegs. Ich dachte, Joja hätte ein mehr oder beziehungsweise ein weniger asoziales Gruppenverhältnis und würde deswegen warten, bis alle fertig sind. Naja, wenn du 2 Stunden einfach nur wartest und dich langweilst, ich glaube, da hast du echt keinen Bock drauf. Passt schon. Keine weitere Erklärungsnot. Ja, und danach müssen wir schauen. Wahrscheinlich erstmal froh, dass wir wieder woanders hin können. Beziehungsweise Stefan bedankt sich natürlich bei Siri für dieses außerordentlich entspannende und richtig anregende diese richtig anregende Zeit hier. Weil du zahlst den Scheiß und selbst, wenn du da einen abgewedelt kriegst, Kollege. Ja. Nee. Es geht sag's dieses Mal sogar aufs Haus. Oh, danke. Awesome. Also bei Stefan, bei Sibylle nicht. Zum Anfixen quasi. Genau. Das kann ich mir nicht leisten. Zumindest ist es nicht nach laut Stefans aktueller Einnahmequelle. Wo er danach tatsächlich mal gucken würde, wenn die drei jetzt so mehr oder weniger auseinandersplitten. Außer sie haben jetzt irgendwas Besseres vor. Weil wir müssen eigentlich immer noch gucken, dass wir sehen, was mit unserem Sins ist und schauen, was sagen die Nachrichten eigentlich so diesbezüglich, wenn das nicht schon wieder von vor 3 Tagen ist, so nach dem Motto. Ja, es ist von vor 3 Tagen. Die Medien brauchen auf jeden Fall Gewalt und die brauchen frische Gewalt und man findet frische Gewalt auf den Straßen. Das ist nicht das Problem. Das war auf jeden Fall mal eine gute Schlagzeile und ein paar Leute kümmert das bestimmt auch noch. Vielleicht auch so die, weiß ich nicht, Familie der Toten oder sowas. Aber prinzipiell, es flaut schon ab. Das vereinfacht die Sache. Das ist besser. Mädels, was machen wir für einen Plan für... Ich denke, wir können alle wieder zurück zu unserem alltäglichen, in Anführungszeichen, Leben. Aber, also Sibylle, klar, hält ein Auge aus auf irgendwas, was irgendwie in den Nachrichten oder in Gerüchteküche sich tut im Haven. Jo. In die Richtung. Aber dann denke ich, wäre es an der Zeit, dem Alltag wieder zu frönen. Und, ja. Das, mein Guter, dir ist klar, dass du der Einzige bist, oder dein Charakter die einzige ist, da du ja Mittelschicht lebst, die auf ihre Sinn eine eingetragene Wohnung hat mit Mietvertrag und mit Namen und mit Sinnnummer, ne? Der Rest, der lebt ja bei irgendjemandem und bezahlt irgend so einem zwielichtigen Typen Geld, aber du hast auf jeden Fall einen Mietvertrag. Klar. Gut. Ja, was sagen denn unsere Sins, wenn wir da versuchen, beim Stuffer-Check irgendwas zu kaufen? Was wahrscheinlich das da ist, passiert gar nichts. Also alles, was ihr bisher so hattet, was nicht, wenn ihr wirklich nicht in eine Evo-Klinik reingerannt seid, auch in eine kleine, dann passiert erstmal gar nichts. Cool. Ja, ich werde sehen, ob auf mich zu Hause Post wartet. Und ich wollte eigentlich mal den beziehungsweise Jojo wollte den Filter für meine Dusche einbauen. Ach ja, stimmt. Die Materialien hast du zu Hause, so ist das nicht. Dann fährt ach nee, du hast ja gekauft. Ich hab sie schon. Ich hab ihm auch schon gesagt, das ist, wie viel es kostet. Genau. Ich glaube, wir haben es schon alles eingekauft, wir haben es noch nicht wirklich eingebaut. Ich glaube 300 oder so hattest du gesagt. Das ist möglich, das klingt nach mir. Deswegen, dann wird sie noch zu ihm fahren und wird anfangen, den ganzen Kram einzubauen. Ja, warte doch mal. Entschuldigung. Ihr habt ja noch ein Auto. Das heißt, man fährt erstmal zu dir gemeinsam, dann fährt man zu ihm. So. Man kommt bei Jojo an. Ich belasse es bei der Wohnungsbeschreibung jetzt erstmal dabei. Es ist bunt. Es ist überall bunt. Das muss reichen. Allerdings, du machst halt die Tür auf und was du als erstes siehst, ist Guso. Kurze Beschreibung von Guso. Bitte hier, Flumi. Guso. Guso ist... Nur aussehen. Ja, Guso ist ein Norm. Er ist von normaler Körperstatur, hat auch relativ lange Dreads. Bei ihm sind es aber natürliche. Hat ein paar kleinere Tätowierungen, ist sonst relativ unauffällig eigentlich. Also wenn man ihn so anguckt, ist das so ein Typ, ja, den kann man eigentlich theoretisch relativ fix wieder vergessen.
Wenn er nicht den Mund aufmacht, dann vergisst man ihn nicht mehr so schnell. Ist immer so ein bisschen hippie-mäßig unterwegs. Naja, nicht so richtig. Es kommt eigentlich drauf an, wonach ihm gerade ist. Und habe ich irgendwas vergessen? Eigentlich nicht. Bei ihm gibt es nicht so viel Besonderes. Ja, so das ein Typ auch schon. Halt. Ja, der ist halt so ein bisschen, ist ein bisschen feiner geschnittenes Gesicht. Und schmale Nase und irgendwie ansonsten, ja. Ja, anzumerken ist vielleicht noch, dass er komplett nackt in deiner Bude steht, nur mit einem deiner Tangas bekleidet, wobei sein Gehänge halt dann an einer Seite runterhängt. Er blickt auch ohne irgendwie ein Zeichen des Erschreckens oder der Scham, als ihr reinkommt, euch beide an. Sag mal, Jojo, hast du nicht noch vielleicht einen besseren Tanga? Guzo! Hi! Ich schaue von Guzo zu Jojo. Sie umarmt ihn. Ich habe deine ganze Wäsche durchwühlt und da war nichts Ordentliches dabei. Hast du nicht noch irgendwas Besseres? Was suchst du denn? Ich kann es nicht beschreiben, aber ich habe ein Bild vor mir. Das wird ein Kunstwerk, das... Ich kann es nicht. Ich habe ein Bild. Das Ding ist, ich weiß nicht genau, was ich suche, aber das, was hier war, das ist es alles nicht. Hast du mal da vorne in der Schublade geguckt? Ja, bei natürlich habe ich die habe ich doch ausgeleert. Das ist alles langweilig. Ich brauche was Unterm Richtiges. Unterm Bett? Das ist... Also im Sofakasten. Nicht unterm Bett, aber im Sofakasten halt. Da ist auch noch was. Da könnte ich mal gucken, danke. Hi übrigens, ich bin Guzo, Du bist Stefan. Hi. Du bist Stefan. Hast du vielleicht noch einen guten Tanga für mich? Nein. Tangas sind aus, komm auch nicht mehr rein. Das ist ja doof, okay. Also, das ist hier peinlich, du musst da ein bisschen aufpassen. Entschuldigung. Du bist ganz rot. Nein, ich bin grün. Eher braun. Nur so ein Gesichtsausdruck in deine Richtung. Noch nicht mal das Gesicht, nur der Gesichtsausdruck. Entschuldigung. Guzo hat was gefunden. Er zieht einen schwarzen Tanga jetzt an mit einer 8-Ball-Bowling-Kugel. Na, Billard-Kugel drauf. 8-Ball hätte vollkommen gereicht, oder? Er zieht ihn jetzt an, er zieht den anderen Tanga aus und zieht das Ding an. Ja, das ist auf jeden Fall... Dankeschön. Dir ist klar, dass du das Ding gerade ausleierst wie Sau, oder? Ich gucke nur, ob es funktioniert. Das ist ein Wäschecheck, das ist ein Service. Eigentlich müsste ich Geld dafür verlangen. Nein, hat er nicht, der ist nackt unter dem Ding. Eigentlich müsstest du mir neue Unterwäsche kaufen, das Ding ist danach wertlos. Das passt mir noch nicht mehr. Ja, du schneidest das schon irgendwie wieder zusammen, du kannst das doch. Kriegst du in spätestens ein, zwei Wochen, Monaten wieder. Ja. Cool, Jojo. Danke. Er zieht sich Hose drüber, zieht sich wieder ein T-Shirt an, warum auch immer er oberkörperfrei war. Das ist völlig, das ist gut so. Zieht sich seine Jacke über, packt seinen Rucksack, geht zur Tür, bleibt vor Stefan nochmal kurz stehen. Soll ich vielleicht deine Zukunft lesen? Augenheb. Augenbrauen. Ich bin ziemlich gut in Nackenfalten Zukunftslesen. Alternativ auch aus der Sackfalte, aber da bin ich nicht so gut. Nee, lass mal. Dann dreh dich mal um. Dreht sich um. Sehr gespannt, was passiert. Kannst du mal bitte dich ein bisschen runterbeugen? Ich sehe das gerade ganz schlecht. Ja. Okay, ich sehe. Die Zukunft ist im Fluss und die Gegenwart ist. Ich sehe. Auf dich kommen große Veränderungen zu. Jemand, den du liebst. Jemand, der dich braucht. Du wirst nicht da sein und es wird etwas passieren. Die Zukunft sagt nicht genau, ob gut oder schlecht, aber ich glaube, du solltest unbedingt deine Liebsten, du solltest gucken, dass du das abwendest, denn die Zukunft ist im Fluss und für sie da bist.
Und ich sehe, dass du 30 Nuyen verlieren wirst, denn so viel kostet diese Voraussage. Er grinst. Der war gut. Na, hier, 30. Hast du vorher nicht gesagt. Ach so, so einer bist du also, hm? Ja, Dienstleistung nur gegen vorhergesagte Preise. Spießer, naja gut, dann dieses Mal werde ich es dabei belassen, aber ich hoffe, dass du dir bewusst bist, dass du die Qigong-Kang-Chu-Geister damit fürchterlich wütend gemacht hast, und mit denen ist nicht zu spaßen. Qigong, wer? Ja, die Qigong-Kang-Chu, ich glaube, das habe ich gesagt, oder? Geister. Aha. Mehr kommt von dem auch nicht, nur ein Aha. Okay, Spießer, schade. Na gut, du wirst dich noch an diese Vorhersage erinnern, glaube mir. Macht's gut, danke für den Tanga. Ja, viel Spaß damit. Dann verschwindet er auch. Stille. Ja, gut. Okay. Bei solchen Typen vergesse ich mal, was ich wollte. Das war Guso. Klang auch so. Ja, Den Filter holen. Genau, den Filter holen. Genau. Warte kurz, den suchen. Ja, klar. Jojo, krieg den holen. Ja, ich schau mich mal um hier. Wahrscheinlich heilloses Durcheinander. Also noch mehr wahrscheinlich. Eher, wenn er all ihre Klamotten aus dem Schrank geräumt hat, ja. Nee, also ich meine, er musste ja erstmal auch die Schubladen suchen mit Klamotten drin. Und es ist nicht gesagt, dass sich nicht unter einem Haufen Elektronik vielleicht noch brauchbare Klamotte befindet. Also es ist ultra Chaos. Von meinem Tanga. Natürlich. Ganz ehrlich, das wäre voll meine Frau, wenn sie unter ihren Elektronikklamotten einen Tanga hätte. Nicht Elektronikklamotten, sondern Elektronikbauteile. Ja. Okay. Ja, es ist Chaos. Wirst du da wahrscheinlich finden. Du wirst da jede Menge Elektronikkrams finden, der da rumfliegt. Je nachdem, wie er das da ausgeräumt hat, zwischendurch auch irgendwie ein paar Klamotten rumfliegen. Die Couch ist wahrscheinlich nicht ausgezogen gerade, sondern sie hat da so eine Schlafcouch. Also es ist so eine Couch, die ist knatschbunt und besteht eigentlich nur aus Stoffpatches quasi. Also die so alle ineinander. Du weißt, was ich meine, ne? Ja. Daraus besteht eine ganze Couch. Darunter ist so ein Kasten, da hat er irgendwie noch so eine Schublade aufgemacht und hat offensichtlich den Kram da rausgezogen. Ansonsten, ja, es sind in dem Schrank, ja gut, die ganzen normalen Sachen wird er wohl drin gelassen haben, weil da wahrscheinlich keine Unterwäsche drin ist oder weil er da nicht das gefunden hat, was er sucht. Der Rest wird irgendwo auf dem Boden rumfliegen. Ansonsten hat sie halt einen kleinen, also das ist so eine ja, relativ große Einraumwohnungen, sagen wir es mal so, außer dem Badezimmer, das ist extra. Da hast du eigentlich, also das Sofa ist so ein Dreisitzer-Sofa, so relativ breit, das kann man aber wohl ausklappen zum Schlafen. Dann hat sie da noch irgendwie zwei Sessel rumstehen und einen Tisch zum Essen, das irgendwie über und über mit irgendwelchen Comic-Krams bemalt ist. Jede Küchentür hat, also von den Küchenschränken hat jede eine andere Farbe, genauso wie die Stühle jeder eine andere Farbe hat und das Regal, das irgendwie, wo jedes Brett eine andere Farbe hat, wo allerlei Krams irgendwie auch drin steht. Dann hat sie an einer anderen Wand hat sie noch irgendwie ein Regal aus alten Skateboards gebaut. Cool. Ja, also was wirst du da sehen? Das ist aber kein echter Zauberfuchtler, oder? Hä? Zauberfuchtler, du weißt schon. Was meinst du? Ja, sowas wie, keine Ahnung, Feuerbälle. Ach so, oder nee. Wirklich mit Geistern sprechen, Zeug. Hast du nee. Ah, okay. Nee, ist er nicht. Ja, Bist du sich da so sicher? Eigentlich bisher nope. Schon, so wie sie mich kennt. Hey, es ist fürchterlich seriös, wenn man magisch begabt ist und ein unheimlich seltenes und wertvolles und mächtiges Talent hat, jemanden die Zukunft aus der Nackenfalte zu lesen. Hallo?
Er hat ja keine Ahnung von Magie. Absolut null. Naja, egal. Nee, ist er nicht. Also, keine Ahnung, was. Ah, genau, wir wollten den Filter holen. Ja, macht's euch gemütlich, ich geh den Scheiß holen. Aber bin ich auch noch da? Ja, klar, bist du mit. Ist sie? Also, hab ich jetzt freigestellt. Ich dachte es nicht. Oh, ja, ich dachte nämlich auch nicht. Okay. Sibylle wollte nach ihrer Wohnung schauen, das heißt, ihr habt sie irgendwo im Endeffekt abgesetzt, wo sie sich ein Taxi nimmt und dann von dort aus loszieht. Ja. Dachte ich auch so. Und sie wird definitiv noch irgendwann Jojo belästigen, die Tage, weil sie noch mit ihr zum Doktor will. Aber das ist, Filter ist erstmal. Ja, den werden wir jetzt wahrscheinlich, je nachdem, was Steppi dann noch macht. Jojo wird jetzt den ganzen Kram zusammensuchen. Es wird wohl ein paar Minuten dauern. Währenddessen kann er sich in der Wohnung umsehen. Was er macht? Ja, ich hab dir ja gerade grob jetzt... Kommt drauf an, wonach du jetzt guckst. Also sie hatte halt auch so ein bisschen Kram rumliegen, was halt... Gut, du kennst mit Elektronik aus, also deswegen wirst du wohl einigermaßen wissen, was es ist. Das wird ihn tatsächlich so ein bisschen anziehen wahrscheinlich. Dann darfst du jetzt den Boden durchgucken, zwischen Kleidung und allem möglichen suchen und da wirst du alle möglichen Einzelteile finden. Hey, ein X65 Motherboard. Ja, du wirst da alle möglichen Platinen haben, und was halt sonst noch wichtig ist, irgendwie Prozessoren, bla, keine Ahnung, alles Scheiß halt. Chips, Krams, Kabel. Stuff. Jo, nee, ist auch kein Problem. Er wird auch nichts Großartiges machen, sozusagen. Wird halt nur hochinteressiert sein. Sich das mal ansehen. Beziehungsweise mal gucken, was es da gibt. Vielleicht fragen, ob er sich das mal ausleihen kann. Ja, sie kommt irgendwann wieder, sieht ihn halt. Suchst du was Bestimmtes? Ah, wollte mal sehen, ob du vielleicht hier diesen CZ3 Chip hast. Nee, den habe ich nicht, aber ich habe danach auch schon geguckt. Wenn du willst, kann ich dir den besorgen. Ja, das wäre richtig geil. Oder ich kann es zumindest versuchen, aber wofür brauchst du den? Ich wollte mal was gucken. Was wolltest du nur gucken? Ja, wollte was an der Drohne ein bisschen basteln. Brauch ein bisschen Sensorik und sowas. Vor allem haben wir es ja vor ein paar drei, vier Tagen gesehen, dass es vielleicht besser wäre, wenn man richtig geile Sensorik hat und sowas. Ja, das mag sein, aber warum willst du ausgerechnet den Chip dafür haben? Weil der einen besseren Prozessor hat diesbezüglich, um die Sensorikdaten zu verarbeiten, die dann von den Sensoren kommen. Naja, aber alles, was optisch und Audio sensible Sensorik ist, da hat der eigentlich gar nicht so viel mit zu tun. Der ist hauptsächlich auf Tast- und Entfernungssensorik irgendwie geeicht. Der wird normalerweise für in der Fabrik verwendet, bei der Herstellung von Computerteilen, also von Comlink-Teilen und teilweise sogar in der Waffenindustrie. Was erklärt, warum der so schwierig zu bekommen ist? Ja. Ja, nee, gerade wenn die Entfernungssache ist wichtig, um zu sehen, dass der, wenn du siehst ja, hast du die kleinen Drohnen. Oder willst du ihn umbauen? Ja, nee, noch nicht mal wirklich. Ja, wenn du den haben willst, dann musst du den halt umbauen. Also da sind so zwei Stellen. Warte, ich skizziere dir das mal. Sie macht halt so eine Skizze irgendwie auf einem AR-Sheet. Jo. Da sind die zwei Lötstellen, siehst du? Sie markiert die halt. Ja, klar. Wenn du die kurz schließt, dann klappt das. Dann kannst du die für die Drohnen nehmen. Dann kannst du die auch für optische Sensoren umbauen. Jo, das ist doch genau das Richtige. Aber du musst halt einen anderen Lötkolben benutzen. Nee, das ist kein Problem. Da mach dir mal keine Sorgen. Da bin ich ausgerüstet. Wenn du den Scheiß da hast, klar. Also, ich weiß nicht, ob ich rankomme, aber ich kann es zumindest mal gucken. Jo, das wäre auf jeden Fall geil. Klar. Ansonsten, du bist eher Waffentechnikerin, oder?
Oder wenn ihr bei Blödsinn, weiß ich gar nicht. Was bastelst du denn normalerweise? Das kommt drauf an, was du brauchst. Hey, ich sag nur, bin neugierig, weil wenn du hast ja das ganze Elektronikzeug. Ich kann ja irgendwie noch nicht so ganz richtig raussehen, was du, worauf du dich so spezialisiert hast. Naja, kommt drauf an, alles Mögliche halt. Sie tippt kurz ein bisschen auf ihrem Comlink rum und du siehst gerade, wie dir ihr Tritt entgegengelaufen kommt. Okay. Warte mal. Ja, also ja, jetzt habe ich es verstanden, okay. Ja. Auch Drohnen. Nee, eigentlich nicht so richtig. Also, ja, nur am Rande so ein bisschen halt. Eigentlich eher so, weiß ich nicht, alles halt, was so. Ich repariere viel, alles Mögliche, was halt so anfällt. Also wenn dir irgendwas kaputt geht, repariere ich's. Wenn irgendwie was, was ich was ist. Kann ich Fahrstühle reparieren? Haha. Seit Neues. Das konnte ich auch schon vorher. Ich hatte nur nicht das richtige Werkzeug mit. Siehst du, ja. Den Schraubenzieher, der da liegt, den hätte ich gebraucht, so ein Scheiß. Wenn man nicht immer seinen Scheiß dabei hat, ne? Ich kenne das. Ich kann ja nicht immer alles mitnehmen. Irgendwann wird's auch schwer. Siehst du, darum habe ich eigenes Auto. Hast du auch. Ja, aber das habe ich nicht mit in dem blöden Gebäude gehabt, das Auto. Damit kann man so schlecht Treppen hochfahren oder in Aufzüge fahren oder so. Egal. Naja, sowas und halt ein bisschen mit, naja, sie guckt dich gerade an mit Knarren halt. Cool. Naja, ach, egal, komm einfach mit. Klar. Die, also sie wohnt ja in so einem kleinen Hinterhaus quasi, also da ist so ein dieser Hof, wir gehen gerade wieder auf diesen Hof raus, diesen Innenhof raus, gehen gerade aus der Tür raus, in die Tür, die daneben ist, das ist halt so eine etwas breitere Tür, so ein bisschen wie so eine Garagentür, gehen da halt rein und da siehst du das halt auch, also da sind halt alle möglichen Maschinen, du hast halt auch ein paar Waffen da rumliegen, oder Teile davon und, da sind halt auch Regale, da liegt alles mögliche rum, also es ist so ein kleiner. So eine kleine, sehr kleine Waffenwerkstatt quasi. Technoporn. Nicht ganz. Ah, ich denke schon. Ich persönlich würde schon denken. Ja, nee, egal. Hast ja richtig gute Ausrüstung hier. Naja, was heißt richtig gute Ausrüstung? So, mir wird noch einiges einfallen, was ich gerne hätte, aber das kann ich mir nicht leisten. das Problem kenne ich. Wie das immer so ist. Ja, ich bin eher hier Fahrzeuge und sowas. Ja, das weiß ich doch. Ja. Das habe ich doch schon mitbekommen, Mensch. Ich habe doch schon gesehen, wie du mit Vlad zusammen an deinem kleinen Auto rumgebastelt hast. Nein, eigentlich an seinem Motorrad, aber naja, wie das halt so ist. Ja. Der Kleine, der fährt. Ich frage nicht nach Sonnenschein. Vlad? Nein, mein Kleiner. Ach so, der Jack Rabbit, ich wollte schon sagen. Niemand respektiert meinen Jackrabbit. Ich werde den noch zu schätzen lernen. Dafür werde ich sorgen. So. Dein Jackrabbit. Niemand weiß, einen Jackrabbit zu schätzen. Außer ich. Ja, außer dir. Sogar ich weiß ihn nicht zu schätzen. Und mir ist es eigentlich egal, was ich für ein Auto habe. Hauptsache, ich habe genug Platz. Gerade du brauchst noch wenig brauchst noch weniger Platz. Aber ich muss Sachen transportieren. Ich guck gerade an, was für Waffen passen in einen Jackrabbit nicht rein. Kisten. Möchte ich wissen, was in den Kisten drin ist? Na, wahrscheinlich nicht. Na, nicht nur eine Knarre, sondern ein paar mehr. Ja. Naja, egal. Ja. So, genug genau. Davon. Das hier ist kein Spielzeug. Na. No. Irgendetwas weglegt, was wahrscheinlich irgendwann Bumm macht. Da hast du wahrscheinlich gerade ein. Ha? Während sie sagt, das ist kein Spielzeug, bewegt sich der laufende Tritt zurück an seinen angestammten Platz. Oh! Endlich kommt der laufende Tritt ins Spiel. Hab ich doch vorhin schon gesagt, dass er uns entgegengelaufen kommt. Och shit, dann habe ich gerade zugehört. Ihr beide. Hab noch ein bisschen Smalltalk. Ja, ich kürze das jetzt ab. Das ist okay.
Ihr fahrt zu Steppi, ihr baut den Filter ein und es ist schon eine Lebensqualitätsverbesserung. Also ich meine, du hast jetzt durchgängig sauberes Wasser. Und da Jojo die Leitung modifiziert, hast du sogar dieses nervige Ding, was sagt, hier Wasserverbrauch zu hoch und für heute ist abgestellt, hast ein bisschen mehr Wasser jetzt zur Verfügung. Und es ist halt sauber. Oh, wie geil! Dauert halt schon ein paar Stunden, aber ist halt schon nett. Naja, der hat ja kein Problem mit Basteleien oder sowas. Quasi. Hat ja auch kein Problem damit, sich dreckig zu machen. Du hast jetzt quasi eine Dusche mit Wurstblinke. Oder rote Beete. Also, sie. Foxy könnte jetzt fast bei dir duschen. Wie bitte? Foxy könnte jetzt fast bei dir duschen, so gut ist das. Okay, der Rest der Wohnung ist halt. Wäre. Es hat eine Junggesellenwohnung, das sieht man auch. Von wegen Möbel, ja, also eine Couch hat er. Wahrscheinlich von irgendeinem Schrotttypen oder sowas. Der Rest ist halt so von wegen, ja, es wirkt mehr wie eine große Werkstatt als wie ein Wohnraum. Aber nun ja, es ist halt Junggeselle. Also Werkzeuge, alles Mögliche dort. Öl verschmiert. Du meinst, dass da ein halber Motor auch irgendwo rumsteht? Du könntest meinen, dass der irgendwann mal in einen Jackrabbit reinpassen könnte. Zwar muss man wahrscheinlich 50% des Jackrabbits dafür leer machen, aber naja. Upgrades halt. Jetzt weiß ich auch wieder, was ich sagen wollte, aber wenn ich mit Software soll, muss ich dir gar nicht kommen, oder? Mit Software kenne ich mich nicht wirklich aus. Nee, da werde ich mal die Sibylle fragen. Die scheint davon eher angetan zu sein. Ich wollte schon sagen, das tut mir fürchterlich leid. Also mit dem ganzen Mechanikkram kannst du mir kommen oder kannst du mir ein Ohr mit abkauen, da verstehe ich auch, was du mir sagst, aber mit dem Softwarekram tut es mir echt leid. Das ist nicht mein Ding, das ist mir zu langweilig. Ja, schon toll, schon in Ordnung. Da hat man ja etwas, das man so miteinander verbinden kann. Hä? Hardware du, Sibi Software und ich Hardware und Software so ein bisschen. Ach so, suchst du jetzt schon nach Verbindungspunkten zwischen uns? Ja, ich finde das vorteilhaft. Ja. Weil das ist wie eine Riga-Verbindung von mir zu was anderem. Musst du mal probieren irgendwann. Ich weiß noch nicht wie, aber ja, nee, vielleicht nicht. Ah. Outgame, das klingt gerade ein bisschen wie, hey Baby, ich kenne mich mit Hardware aus. Ich Kann weiß. Ich mich mal bei dir einstöpseln? Klingt wirklich so ein bisschen so. Ist schon okay. Soll es ein Annäherungsversuch sein? So sehr ein Nerd sich halt annähern kann. Das war jetzt keine Antwort. True. Alter. Ja, ansonsten dankt er dir natürlich bezüglich des Filters. Kein Ding. So, ich mache mich jetzt auf den Weg. Du kannst dir in der Zeit überlegen, was du eigentlich willst, damit ich dich hinterher auslachen kann, weil du überhaupt nicht zurechtkommst. Und das klang jetzt fieser, als es gemeint war, aber das ist egal. Mach's gut, viel Spaß. Jo, du auch. Mit deinem neuen Filter. Muhaha. Und dem Simsen, was du dir demnächst reinstöpseln wirst. Sie geht. Ja. Er ist etwas verwirrt, aber ist gut. Das wäre nichts Ungewöhnliches. Ja. Gut, ihr macht noch dann ein bisschen Freizeitkram, das Ganze beruhigt sich ja dann. Und Billy wollte ja irgendwann nochmal Jojo wegen des Docks nerven und ich würde sagen, das können wir heute noch machen. Das ist vielleicht auch ganz gut. Ja. Also Palim Palim, dein Comlink Rapap halt. Warte, was bestimmst du? Ich bestimme einfach mal, dass es 2 Tage später, dann ist es am 12.01. Jo. Warte, gleich. So, jetzt. Okay. Hi. Hi. Ach, du bist's. Hör mal, ich hol dich ab in einer Stunde. Hä? Ja. Warum holst du mich ab?
Ich hole dich ab. Ja, aber hä? Wo willst du hin? Wir fahren wohin? Ja, wo fahren wir denn hin? Wir fahren jetzt ein bisschen im Pink Panther rum. Hä? Lass dich kaputt? Überraschen. Suchst du Gesellschaft? Ich bin immer auf der Suche nach Gesellschaft. Ja, auch. Na gut. Aber ja, also ich bin eine Stunde bei dir. Ja, mach Tschüss. Mal zwei draus. Zwei? Mach mal zwei draus. Okay. Gut, bis gleich. Tschüssi. Und ich sende im gleichen Atemzug, wo ich auflege, beziehungsweise ich rufe den Doc an. Guten Tag. Hallo Doktor. Wir hatten ja die Tage geredet und ich habe noch etwas Zeit gebraucht zum Überzeugen und haben Sie heute Zeit? Nun, das kommt darauf an. Na, Dr. Ivanovic, ich habe die Patientin für Sie quasi im Schlepptau. Sehr gut, sehr gut. Nun, ich denke, in 3 Stunden dürfte alles bereit für eine ausgiebige Untersuchung sein. Bitte denken Sie wie immer daran, dass ich es nicht schätze, wenn Waffen oder unter Rauschmittel stehende Patienten zu mir kommen. Selbstverständlich. Dr. Ivanovic, ich kenne Ihre Regeln. Wie immer werde ich mich auch an diese natürlich halten. Natürlich, ich erwähne das nur gern, weil einige Leute das stets zu vergessen scheinen. Ich begrüße Ihre Fürsorge natürlich. Gut, dann in 3 Stunden wäre ich in jedem Fall bereit und erwarte mit Vorfreude die Patientin. Bitte? In 3 Stunden ja, wäre ich wunderbar. Bereit und erwarte in Vorfreude die Patientin. Wunderbar, dann freue ich mich auch schon, Sie mal wiederzusehen, Doktor. Und dann sehen wir uns ja in 3 Stunden. Gut. Dankeschön. Bis dann. Klick. Ja, jo, gut. Du holst Jojo ab, die nichts von ihrem Glück weiß. Yes. Noch nicht. Sie hat ja zugestimmt beim letzten Mal, dass sie mitkommt. Und bevor sie sich das nochmal anders überlegt, packe ich die jetzt einfach in meinen Pink Panther und fahr los. Also ich komme auf deinen Hof gefahren. Ist denn Zappel da noch da? Nö. Ah, okay. Gott sei Dank. Ja, also Billy ist natürlich angezogen wie immer. Das heißt, im Latex-Outfit komplett. Und Pelzmantel liegt auf der Rückbank. Und so kommt sie auf den Hof gefahren und drückt auf die Hupe. Ja, Jojo kommt raus, sie trägt eine einfache Jeans, so wie sie das immer, also nicht immer, aber zumindest im Winter öfter mal tut. Auf dieser Jeans sind alle möglichen Aufnäher drauf, also hauptsächlich irgendwelche Smileys jedweder Art in allen Formen und Farben, aber auch irgendwelche anderen Patches. Darüber hat sie einen ganz normalen Pulli an und einen Mantel, der irgendwie ähnlich bunt ist, auch so Patchwork-mäßig unterwegs und er ist warm. Sie kommt grinsend rausspaziert, macht auch die Tür auf. Kuckuck! Hase. Sag mal, wo wollen wir eigentlich hin? Wir fahren jetzt rum. Muss ich irgendwas mitnehmen? Also, nö. In welche Gegend willst du? Keine Waffen. Warum keine Waffen? Weil wir immer keine Waffen. Ach so, weil du... ich will aber nicht jetzt irgendwie wieder... Ja, okay, gut. Ich habe aber keine Lust, jetzt wieder irgendwo hinzufahren, wo ich ständig irgendwie Schiss haben muss, dass die Bullen mich anhalten oder so ein Scheiß. Also nee, uns anhalten nee, und nee. Irgendwie... Nee, passt nee, nee, alles. Sagst du. Okay, gut. Dann warte, ich komme gleich sofort wieder. Sie läuft nochmal ins Haus, kommt wieder raus, schließt ab und setzt sich ins Auto. So, da bin ich. So, wir fahren los und ich gebe die Adresse vom Doktor ein. OT, we have never decided where the doctor is. Also von dem her, lieber Azel. Das ist in Donskoy, das ist in einem Gebiet mit Wohnhäusern für Mehrfamilien, nicht für was, für, also mit Wohnungen, die etwas größer sind, damit größere Familien da auch Platz haben. Es ist jetzt nichts Besonderes, es ist halt Donskoy. Okay, aber kein B-Gebiet, wo sie Schiss haben muss, ne? Um Gottes Willen, nein. Wunderbar. Wir fahren zum Doktor, Liebes. Oh nee. Mhm. Oh Mann, es war aber überhaupt gar nichts mehr. Ich glaube, das war einfach nur eine kurze Fehlfunktion, vielleicht irgendwie vor dem Update oder sowas. Ich habe ein Update gemacht und danach ist alles gut, ich hatte nichts mehr. Dann brauchst du auch keine Angst zu haben. Ja, ich habe aber jetzt keinen Bock, dann zum Arzt zu fahren und irgendwie, was weiß ich, wie viel Kohle zu berappen, wenn es nicht nötig ist. Lass, du kriegst doch 800 Nyen.
Ja, du, also pass mal auf, ich habe mir das Ganze nochmal durch den Kopf gehen lassen. Dir ist klar, wie seriös das klingt, wenn ein Arzt mir Geld dafür bezahlt, um mich zu untersuchen, oder? Jetzt lass dich doch einfach mal überraschen, was dabei rauskommt. Ja, hinterher nimmt er mir die Niere raus und verschachert die, oder Der was? nimmt ja keine Niere raus. Der Ja, ist woher soll kein. ich das denn wissen? Vertrau mir doch einfach. Na, dich kennt er, dich mag er vielleicht. Das heißt aber nicht, dass er mich irgendwie nicht vielleicht anders behandelt, weil er mich nicht kennt. Nein, der behandelt dich nicht. Du hast einen unheimlich interessanten Fall anscheinend an der Backe hier und der möchte gerne einfach nur Informationen sammeln, nicht über dich, sondern über das Phänomen, was er scheinbar bei dir festgestellt hat. Das Ja, was heißt, offensichtlich auch über mich ist. das werden wir ja jetzt auch rauskriegen. Ach Mann, wie gesagt, da war überhaupt nichts mehr. Jetzt ist Doch, irgendwie alles nur oh. halb so wild. Wie oft bist du denn umgekippt? Davon Wieso? weißt du nichts. Ach so. Gut, habe ich nicht gewusst. Ich habe die Frage nicht gestellt. Die Dinger an deinem Kopf. Schalt doch einfach mal dein Wi-Fi ein. Warum soll ich jetzt mein Wi-Fi Schalt doch einschalten? einfach mal dein Wi-Fi ein. Ach, sie schaltet kurz ihr Wi-Fi Und wir ein. fahren übrigens die ganze Zeit weiterhin. Genau. Fange Sie ich jetzt schaltet hier. ihr Wi-Fi ein? Okay, Kurz. Jojo klappt neben dir zusammen. Jojo, alles um dich Danke. herum wird schwarz. Es ist quasi wie, du hast das Gefühl zu schweben. Vor dir rattern unheimlich komplizierte Zahlen- und Buchstabenkolonnen, die keinen Sinn zu ergeben scheinen, vorbei. Ab und zu tauchen die Wörter Projekt Troja auf und, weil du jetzt schon ein bisschen weiter bist, am Ende dieser 5-minütigen Tortur siehst du ein, es scheint eine Art Gefäß zu sein, hochtechnologischer Standard, also sowohl steril als auch sicher, dass da keine Flüssigkeit, das ist offenbar ein Flüssigkeitsbehälter, austritt mit Sensorik, mit einem Mag-Schloss an einem scheiß Flüssigkeitsbehälter, der nicht mehr fassen kann als, weiß ich nicht, eine kleine Deo-Spray-Dose da. Mit mehreren Bezeichnungen und Pfeilen, die darauf zeigen, aber wieder ist die Schrift nicht für dich lesbar, weil das Buchstabenkolonnen sind, die einfach keinen Sinn ergeben. Dann kommst du auch wieder zu Bewusstsein. Die Datenbox ist immer noch auf Wi-Fi. Habe ich davon was aufgefangen, bis auf die Tatsache, dass sie umgefallen ist? Die Datenbuchse sendet ganz normale Wi-Fi-Signale, was sie halt normal macht. Sie guckt nach einem Update, es gibt keins, bla. Aber ich habe mitgekriegt, dass es umgeknipst ist. Sie ist neben dir zusammengesackt für 5 Minuten. Bist du jetzt gerade in VR gegangen, Hase? Was? Okay, ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg hier. Oder möchtest du dir das nochmal durch den Kopf gehen lassen? Fick dich. Gerne. Machen wir nachher. Ja, wir fahren zum Dock. Ja, ihr kommt an. Es ist halt, es sieht von außen aus wie eine ganz normale Wohnung. Wenn man diese dann betritt, auf Geheiß der Kamera, die da relativ gut versteckt angebracht ist, öffnet sich dann auch die Tür. Ein paar Muskeln steht dahinter, sondiert euch kurz, zeigt auf einen Tisch, auf dem man wohl Waffen ablegen soll. Zumindest ist da so ein AR-Tag. Und wenn ihr das tut, verweist ihr euch in das Nebenzimmer. Und da ich davon ausgehe, dass das der Fall ist oder ihr gar nichts mitgenommen habt, er durchsucht euch aber nicht. Bis auf ihr Naja. Jojo hat sie nichts dabei. Ja, ein Jojo wird von den meisten Leuten nicht als Waffe betrachtet. Ich weiß, das ist fürchterlich dumm, aber es ist halt einfach so. Es ist daneben ist ein kleines Zimmer mit einem Tisch und 4 Stühlen, einer Tischdecke. Es steht brühwarmer Tee bereit mit 3 Gedecken und Keksen. Es sitzt Professor Dr. Nikolai Ivanovic da, der aber auch sich erhebt, als ihr ankommt. Ich werde ihn jetzt nicht beschreiben, das ist leider unmöglich. Der Link wird dann sicherlich auf der Webseite erscheinen. Das ist einfach zu gut. Das kann ich nicht beschreiben, das versaue ich nur. Ich sag ein Wort, Igor. Ich sag ein Wort, creepy. Es Er ist erhebt halt sich geil. dann. Sorry. Ja, also ich muss mal ein bisschen straffen jetzt. Er hebt sich dann, schüttelt der Foxy Lady freundlich die Hand, wobei jede seiner Bewegungen wirkt so präzise wie ein Skalpell. Also es ist halt keine überflüssige Bewegung dabei. Er begrüßt Foxy Lady höflich, und streckt dann auch die Hand Jojo gegenüber, aus.
Hallo Dr. Ivanovic, danke, dass Sie uns so kurzfristig empfangen konnten. Guten Tag. Ich nehme an, Sie sind die entsprechende Patientin. Ja, das ist Jojo, Herr Doktor. Hi. Wie geht's denn so? Oh, danke der Nachfrage, es geht mir ausgezeichnet. Es freut mich, Sie kennenzulernen. Setzen Sie sich doch bitte beide. Tut sie. Sie ist ein bisschen blass um die Nase. Er Stimmt, rückt eine euch Hand. die Stühle selbstverständlich ran. Danke, Doktor. Wie immer ein Gentleman der alten Schule. Selbstverständlich. Er gießt euch Kamillentee, ist es offenbar, in die Tassen und schiebt euch den Keksteller zu. Oh, ist sehr nett. Ich hoffe, Sie hatten eine angenehme Fahrt ohne Komplikationen irgendwelcher Art. Ja, dem ist wirklich so. Keinerlei Probleme von unserer Seite und auch die liebe Patientin konnte überzeugt werden, dass sie sich definitiv mal bei Ihnen treffen sollte. Aber ich denke, ich lasse jetzt die beiden mal an der Stelle miteinander kommunizieren, denn die Überzeugungsarbeit, würde ich sagen, liegt bei Ihnen, Herr Doktor. Nun, es liegt nicht in meiner Absicht, in irgendeiner Form Überzeugungsarbeit zu leisten. Ich weiß nicht, inwiefern Sie, Frau Jojo, bereits von Lady Foxy instruiert wurden. Was ich Ihnen bieten kann, ist eine ausgezeichnete neurologische Untersuchung. Ich selbst kenne mich auch mit Implantaten im Bereich des Kopfes ausgezeichnet aus und ich biete Ihnen für diese Untersuchung 800 Nuyen. Also nicht, dass Sie mich jetzt falsch verstehen und prinzipiell finde ich es ganz cool, dass Sie irgendwie mir Kohle dafür geben wollen, mich zu untersuchen. Normalerweise ist es umgekehrt, aber warum geben Sie mir Geld dafür? Nun, Entschuldigung. Also, ich meine, es ist schon, Sie verstehen schon, dass es ein bisschen komisch ist. Sie spielt auch nervös mit den Fingern an ihrem Standardspielzeug rum. Nun, von Lady Foxy wurden mir bereits sehr interessante Daten überreicht, die wohl ihre Datenbuchse sandte und die sind in höchstem Maße ungewöhnlich und haben mein Interesse geweckt. Sie dürfen mich nicht primär als Arzt verstehen, sondern vielmehr als Forscher. Dementsprechend biete ich selbstverständlich, um forschen zu können, diskret und für meinen eigenen Wissensdrang auch unter Umständen Geld. Jojo schaut Billy nochmal an. Wir unterhalten uns später nochmal. Ich habe gar nichts gemacht. Warum gibst du irgendwelche Daten weiter? Bist du verrückt? Ich vertraue dem Doktor und ich empfinde Du das, hättest mich was er. wenigstens fragen können. Möchten die Damen, ich hier wäre Passt natürlich. schon, das Gespräch ist hier gerade abgeschlossen. Das ist nichts, was wir jetzt diskutieren müssen. Gut, ich würde Ihnen selbstverständlich auch noch einige Minuten Zeit geben. Wenn dem nicht so ist, Frau Jojo, möchte ich Sie gern fragen, wann Ihr letzter Amphetaminkonsum stattfand? Neujahr. Das war am 1.1., glaube ich. Sie müssen verstehen, dass Sie sowohl ehrlich mit mir sein können, als dies auch sollten. War es wirklich Neujahr? Ja. Okay. Würden Sie Ihren Konsum als ausgiebig beschreiben oder handelt es sich um Gelegenheitskonsum? Definieren Sie ausgiebig, definieren Sie Gelegenheitskonsum? Entschuldigung,
Wenn man sehr lange im medizinischen Geschäft ist, neigt man manchmal dazu, Problemverschreibungen zu betreiben. Nun, ich sah ihre sehr doch zierliche Statur und den ausgeprägten Bewegungsdrang und schloss deswegen auf Amphetamingebrauch. Das war schon immer so. Dann möchte ich mich entschuldigen. Das tut mir sehr leid. Das ist wohl der Beruf. Ich bräuchte eine vollständige Liste der Implantate, die Sie besitzen. Was für Krams? Also was wollen Sie jetzt genau? Nun, die Daten, die ich auslesen konnte, und das waren nicht sonderlich viele, weisen darauf hin, dass es gewisse neurologische Störungen oder Wechselwirkungen zwischen ihrer Datenbuchse und etwaig anderen Implantaten geben könnte. Um das abzuklären, müsste ich selbstverständlich wissen. Nur die Haare, sonst habe ich keine Implantate. Nur die Haare und die Datenbuchse. Gut, dann sollte da eigentlich nichts sein. Ich würde gerne einen vollständigen biologischen Scan durchführen. Heißt? Nun, dass Sie mit mir in meinen Behandlungsraum kommen. Es ist absolut keine invasive Methode. Ich habe ausgezeichnetes Equipment, das heißt, Sie legen sich auf einen Tisch und ich werde Sie einfach abscannen, um Organschädigungen oder dergleichen oder Anomalien festzustellen, dann wäre natürlich eine Blutprobe vorteilhaft, aber ich kann verstehen, wenn Sie das nicht möchten. Ich könnte aber anbieten, dass die Blutprobe vor Ihren Augen nach der Untersuchung selbstverständlich vernichtet wird. Gucken wir später. Nichts für ungut, aber wenn Sie irgendeinen Scheiß bauen, dann kriegen wir zwei Ärger. Das war nicht meine Absicht. Ich passe schon auf dich auf, verdammt. Nun, Lady Foxy, Sie werden verstehen, ich weiß um meine Wirkung auf Menschen und ich weiß um die Merkwürdigkeit meines Anliegens hier. Ich weiß auch, dass es nicht der Regelfall ist, dass ein Patient Geld erhält. Ich bin, wie gesagt, interessiert und Sie können davon ausgehen, dass ich auch andere Patienten habe, die sowohl Diskretion schätzen als auch, Diskretion schätzen, von daher. Doktor, ich vertraue Ihnen vollkommen und ich denke auch, dass anschließend unsere liebe Jojo hier etwaige Sorgen zur Seite legen wird. Nun, das werden Sie natürlich selbst überlassen müssen. Es geht nur darum, derartige Komplikationen, die zustande kommen könnten bei den Daten, die ich auslesen konnte, wären Synästhesie, also die Verwechslung der Sinne im Gehirn, Kurzzeitgedächtnisprobleme, ein Dopaminmangel. Über lange Zeit könnte es zur Adenom- oder Karzinombildung kommen. Sowohl das als auch Tod- oder todesähnliche Symptome, vor allen Dingen, da die Datenbuchse schon sehr lange, dieses Modell ist relativ alt, sehr lange in ihrem Körper zu sein scheint. Jojo, jetzt sag ihm, was gerade im Auto passiert ist. Ich stups Jojo an. Jojo! Was denn? Sei nicht bockig, sag, was im Auto gerade passiert ist. Sie guckt dich kurz an. Blick ist sehr schwer zu deuten. Dann guckt sie den Doc an. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was gerade im Auto passiert ist. Es war halt irgendwie... Keine Ahnung. Ich mache mir echt Sorgen um dich. Ich möchte keine Tomate rumrennen haben die ganze Zeit, sondern... Na, es war halt irgendwie... So eine Art... Naja, ich weiß nicht, so ein bisschen wie VR, aber irgendwie nicht so richtig, sondern irgendwie anders, so ein Wegsacken, keine Ahnung, und irgendwelche komischen Zahlen und Wörter und Bilder und weiß ich auch nicht.
Ich rate Ihnen dringend zu dem Ganzkörperscan. Ja, verdammt. Auch um abzuklären, dass es sich nicht bloß um eine Lappalie handelt, die ebenso ein Grund sein könnte für die Anomalien. Wenn Sie bitte mitkommen möchten, aber trinken Sie doch bitte erst noch Ihre Tasse Tee aus. Danke, ich habe jetzt keinen Durst. Nun gut. Er hebt sich, stößt die Tür zum Nebenraum auf. Er ist unheimlich steril. Der ist mit Fliesen ausgelegt und offenbar nicht, weil er so viel Sperma absondert. Warum denn jetzt? Weil er, weiß ich nicht, glaubt nicht, dass er dazu in der Lage ist. Er ist ein Eunuch. Er ist ein, weiß ich nicht. Hast unheimlich viele medizinische Geräte, die Hightech wirken, wirklich Hightech. Also guckt sich um, wartet aber eher darauf, dass er jetzt irgendwas sagt. Ja, ich würde Sie bitten, sämtliche technische Geräte abzulegen und sich dann vollständig bekleidet, einfach da auf diese Liege zu legen. Dann legt sie jetzt alle technischen Geräte ab und folgt seiner Anweisung. Ja, das ist eine Art Mini-MRT, also es ist kein MRT, aber du musst es so vorstellen wie eine Röhre, die, also so ein Halbkreis, der einmal über dich drüber fährt. Es dauert relativ lange, es dauert 10 Minuten, während er AR-mäßig irgendwelche Daten dann ausliest. Dabei scheint er, ja, du kannst den Kopf bewegen, mehrmals zu stutzen. Überrascht, ein wenig Verärgerung auch in seinem Blick. No. Das kümmert sich jetzt nicht weiter. Als das Ding dann fertig gefahren ist, setzt er sich auch. Sie können sich jetzt aufsetzen. Sie setzt sich hin. Ich muss Sie noch einmal darum bitten, vollständig ehrlich mit mir zu sein und keine Implantate zu verschweigen. Wenn Ihnen das Ganze unangenehm vor Lady Foxy sein sollte, kann ich das verstehen. Ich kann auch rausgehen. Mir ist nichts unangenehm. Was meinen Sie denn? Nun, Sie haben zwei weitere Modifikationen, die offenbar Veränderungen in Ihren Organen hauptsächlich beinhalten. Sogenannte BioWare. Sie guckt ihn an, überlegt kurz. Stimmt! Das habe ich schon völlig vergessen. Das ist schon so lange her. Ich, unabhängig von der anderen Diagnose, möchte ich Ihnen raten, auf Vitaminzusätze in der Ernährung zu achten, wegen des einen Implantats. Ach so, ja, kein Ding. Entschuldigung, das habe ich echt verpeilt. Irgendwie. Ich würde allerdings bei diesen Implantaten ausschließen, dass es etwas mit der Datenbuchse zu tun hat. Allerdings gibt es eine weitere Anomalie. Lady Foxy, ich würde Sie bitten, den Raum zu verlassen, wenn Ihnen das recht ist, Frau Jojo. Oder möchtest du, dass ich bei dir bleibe? Nee, passt schon. Bin schon großes Mädchen. Na, so groß. Alt. So, alt. Okay. Auch nicht so. Egal. Ich geh raus, Doktor. Frau Jojo, Sie haben die Marke Evoline Chipguard 32N implantiert. Eine Datenbuchse, die dafür entwickelt wurde, dass sie sich bei eventuellen Wachstumsphasen im Jugendalter noch anpasst. Es war damals ein revolutionäres Implantat. Heute kann mit Naniten viel mehr gemacht werden in dieser Beziehung. Damals, wie gesagt, war es der Höchststand technologischer Entwicklung und auch nicht unbedingt billig. Allerdings gibt es ein damit verknüpftes Implantat, was höchstwahrscheinlich, und mit höchstwahrscheinlich meine ich habe eine Sicherheit von 80-90%, Ursache ist für etwaige Störungen und die auch noch weitere Störungen zur Folge haben könnten. Sie haben ein Datenschloss implantiert. Ein was? Es handelt sich um ein Implantat, das zur sicheren Aufbewahrung von Daten in einem sogenannten Kurier benötigt wird. Moment, was? Es ist ein Snap.
Es ist eine Art Speicher, der nur auf einen Ja, ich bestimmten. habe schon verstanden, was Sie da gesagt haben, aber das ergibt doch überhaupt keinen Sinn. Was erzählen Sie denn da für einen Blödsinn? Das muss irgendein Fehler sein. Sie können davon ausgehen, dass mir kein Fehler unterlaufen ist. Ich kenne dieses Implantat ausgesprochen gut und ich bin überrascht, dass es zur Verendung gekommen ist in dieser Art. Versuchen Sie nicht, dieses Implantat von irgendeinem Doktor ausbauen zu lassen. Sie müssen verstehen, Datenschlösser waren sehr modern. Man musste eine spezifische Phrase angeben oder dergleichen, einen spezifischen Reiz und die Daten wurden dann ausgelesen. Allerdings waren sich einige Entwickler der Unsicherheit bewusst. Man könnte ja auch einfach den Kopf des Kuriers bringen und dann das Implantat ausbauen und so an Daten kommen. Deswegen wurde der Ausbau verhindert mit einer unter Umständen höchstwahrscheinlich tödlichen Reaktionen, die ebenfalls die Daten vernichtet, sodass sowohl der Kurier als auch die Daten dann verloren wären im Falle eines Überfalls oder dergleichen. Das ist in Ihrem Fall wesentlich. Sie wollen mich jetzt verarschen, oder? Das liegt mir fern. Nur damit ich das jetzt richtig verstehe. Also nebst dieser wunderbaren Datenbuchse, die mir damals implantiert worden ist, ist da noch was drin, ja? Also irgendwie dieses Datenschloss. Und warum? Also klar, Daten irgendwie bla, aber das. Also wann? Also wer? Also kann man irgendwie nachvollziehen, wer das da eingebaut hat? Leider nicht. Das Modell, es sind alles Einzelstücke. Diese Reihe sind ausschließlich Einzelstücke mit spezifischen Reaktionen auf spezifische Umweltbedingungen. Sie sind damals Prototypen gewesen und sind es noch heute. Die Reihe wurde eingestellt. Und wie alt ist der ganze Scheiß? Beide Implantate wurden zum selben Zeitpunkt implantiert. Okay. Wenn Sie es erlaubten, könnte ich mit einem einfachen Kabel, das ich in Ihre Datenbuchse einführe, versuchen, noch einige Daten zu gewinnen und möglicherweise eine Art Blocker konstruieren, der das Datenschloss vorerst und ich hoffe auch für die Ewigkeit von Ihrer Datenbuchse trennt, sodass keine Schädigungen oder Störungen mehr auftreten, da das dann als einzelnes Implantat, wie auch die Jahre zuvor, in Ihrem Kopf verweilt. Eine Herausnahme des Datenschlosses ist, wie gesagt, zum jetzigen Zeitpunkt nicht für mich möglich. Und was ist, wenn, also irgendwer hat doch dieses Ding eingebaut, oder? Also was ist, wenn der jetzt an die Daten will? Also wenn da dieser Blocker drin ist, was ist dann? Und kann derjenige über dieses Schloss rausfinden, wo ich bin? Nein, das ist nicht möglich, solange sie von der Datenbuchse getrennt wird oder die Datenbuchse nicht an die Matrix angeschlossen ist, also nicht Wi-Fi, Sie verstehen. Mhm, Sollte ich ich einen verstehe. Blocker einbauen, gibt es zwei Möglichkeiten, sofern ich das bewältigen kann. Ich denke, traue mir das durchaus zu. Ich kann entweder einen einfachen Blocker bauen, der trotzdem noch zulässt, dass auf den spezifischen vorgeprägten Reiz hin. Das kann sowohl verbal sein, als auch bildhaft, als auch eine bestimmte Substanz, die Ihnen verabreicht wird, die Daten dann in die Datenbuchse geleitet werden, sodass sie ausgelesen werden können. Ich kann aber auch diesen Vorgang komplett verhindern, sodass bei dem spezifischen Reiz nichts passiert. Dieser Reiz. Was kann das sein? Also ist diese Datenbuchse dazu darauf ausgelegt, dass der Träger dabei, also am Leben sein muss? Leider nicht.
Der Reiz kann alles umfassen, jedoch da das wie gesagt ein sehr teures und prototypenhaftes Modell war, wird es ein sehr spezieller Reiz sein, der in ihrer Umwelt so nicht vorkommt normalerweise. Okay. Und was, also wie lange dauert es, so einen Blocker zu bauen und überhaupt, und was, naja, wie macht so diese Geste mit Daumen und Mittelfinger, Money, Money, Money? Die Zeit, über die Zeitdauer und den Preis kann ich Ihnen erst etwas sagen, wenn ich die Daten ausgelesen habe, was ich Ihnen jetzt sofort anraten würde. Machen Sie mal. Ja, er stöpselt sich bei dir ein. Ah, schön. Was? Killer. Moment, ich hab dir gesagt, der steckt dir ein Kabel in den Kopf und steckt ein Gerät an. Ja, okay. Guckt halt, dauert noch mal eine Viertelstunde. Ist immer so schön zu warten, ne? Mhm. Dann zieht er das Kabel wieder raus. Du merkst übrigens von diesem ganzen Vorgang nichts. Nun, ich schätze, die Arbeitsdauer dürfte, je nachdem, wie schnell ich an spezifische Daten komme, zwischen 2 Wochen oder 2 Monaten dauern. Dabei gibt es 2 Möglichkeiten. Die eine wäre mit Hilfe von Naniten, die aber dauerhaft in ihrem Körper verbleiben müssten und sich speziell als Blocker anheften an diese Brücke. Die andere wäre, dass ich einen Blocker baue, den ich aber dann durch einen chirurgischen Eingriff direkt an die Brücke implantieren müsste. Das Problem darin besteht darin, dass ich ein Wissenschaftler bin, kein Chirurg. Natürlich ist die Variante mit den Naniten schwerer zu beschaffen und dementsprechend auch teurer. Von welcher Größenordnung reden wir hier eigentlich? Der Preis für den Bau der Naniten würde sich auf ungefähr nach Abzug der heutigen Behandlung auf 2200 Yen belangen. Aha. Und das andere? Ich denke, nach Abzügen heute dürfte ich mit 900 Yen auskommen. Es würde auch schneller gehen, das wären die angesprochenen 2 bis 3 Wochen. Allerdings bräuchte ich dazu einen erstklassigen Chirurgen, den ich so nicht in petto habe. Na super. Wir haben ja fast nur die Naniten, oder? Nun, ich kenne ihre Verbindung zu ihren chirurgischen Kräften leider nicht. Ja, nee. Die Tatsache, dass sie zu mir gekommen sind und nicht in eine normale Klinik oder eine Konzernklinik gegangen sind, lässt darauf schließen, also sie könnten auch selbstverständlich bei Evolution Corp das Implantat vermutlich entfernen lassen. Es würde vermutlich preislich deutlich geringer, also es dürfte weniger viel kosten, aber ich nehme an, das ist nicht in ihrem Sinne. Passt schon. Gut. Ich kontaktiere sie einfach über Foxy und dann sage ich ihnen Bescheid, okay? Er gibt dir eine Comlink-Nummer. Oder so. Lassen Sie sich Zeit, stellen Sie auf keinen Fall das Wi-Fi Ihrer Datenbuchse an. Bei Störungen wäre es sinnvoll, wenn Sie innerhalb einer Woche noch einmal bei mir erscheinen würden, einfach damit ich die etwaigen neuen Daten auslesen könnte. Na. Gut, dann würde ich sagen, verbleiben wir so. Okay, danke. Selbstredend. Ich nehme an, die 800 Yen des heutigen Tages verrechnen wir dann. Ja. Gut. Cliffhanger-Time.
Wow, und somit geht hiermit auch die zweite Session der Episode 1 der White Russians zu Ende. Danke fürs Zuhören an der Stelle. Auch wieder mal Grüße an die Leute von Hidden Grid und von Plüschgranate. Wir hoffen, dass jetzt Plüschgranate bald mit den neuen Folgen rauskommt. Und auch bei Hidden Grid gibt es die Wartezeit immer noch auf Folge 37 und der Second Run Folge 4. Geht auf Victory Roads, schaut euch an, was Plüschgranate so abliefert, sowie auf www.hiddengrid.com gibt es einiges zum Hidden Grid zu hören. Uns macht's einen riesen Spaß, die ganze Sache euch anzubieten. Ich hoffe, euch macht's Spaß, sich das auch anzuhören. Wir werden weiterhin Podcasts liefern, beziehungsweise auf YouTube hochstellen. Und wie immer müssen wir an der Stelle sagen, dass das Ganze unter der Common Creative License läuft. Das heißt, ihr dürft euch gerne Stücke aus dem Ganzen rausschneiden. Dürft gerne auch die Intro-Musik verwenden, die von den Kremlkrauts kommt. Und ihr dürft gerne jederzeit, wie gesagt, das zusammenschneiden, aber ihr müsst dafür ein Label benutzen und dann erwähnen, wer der Urheber des Ganzen ist. Thema Urheber, hier auch wieder angemerkt, dass TOPS die Lizenzrechte an sämtlichen Begriffen rund um Shadowrun beinhaltet. Ihr solltet euch unbedingt die Bücher mal kaufen. Wer das Spiel nicht spielt momentan, aber Lust bekommt, dem kann man es nur ans Herz legen. Es ist eine wunderbare Sache. Man kann seiner Fantasie freien Lauf lassen, mit Leuten quer durch die Welt spielen, auf Englisch, auf Deutsch und auf jeder anderen Sprache, die man gerne sprechen möchte oder trainieren möchte, je nachdem. Ist eine super Sache, das Ganze zu spielen. Also supportet auch die Community. Auch wir hören uns andere Podcasts an, die rund um Shadowrun oder auch um andere Rollenspielsysteme natürlich. Und haben einen riesen Spaß dabei, den Leuten beim Spielen halt im Endeffekt zuzuhören. Nochmal an der Stelle auch wiederum, erwähnt sei, alles was wir hier in dem Podcast blubbern, dient keiner politischen Gruppierung oder irgendwelchen Weltanschauungen. Wir machen einen Haufen Scheißdreck, haben einen Haufen Spaß dabei. Hoffen natürlich, dass ihr die Witze nicht zu anzüglich findet, solltet ihr trotzdem irgendwelchen Anstoß daran finden, dann bitten wir um euer Nachsehen und das Ganze eher mit einem lachenden als mit einem weinenden Auge zu sehen, denn worum es geht, ist, dass wir Spaß haben und hoffentlich unsere Zuhörer ebenfalls. Der nächste Podcast ist schon in der Vorbereitung, wir haben schon die dritte und vierte Session gespielt. Das wird die Tage jetzt dann auch hochgeladen auf www.whiterussianssr5.wordpress.com haben wir momentan unsere Domain laufen. Noch, je nachdem wie groß die ganze Sache hier wird, werden wir vielleicht umziehen und dann auch als MP3 bereitstellen, anstelle einfach nur YouTube hochzuladen. Und dann wird wahrscheinlich auch in der Zukunft was auf iTunes für euch bereitgestellt. Ja, in diesem Sinne, eins möchte ich noch erwähnen, bevor ich hier zu viel blabber. Wir hatten noch zum Schluss ein, viertelstündiges Gespräch zwischen Sibylle und zwischen Jojo. Allerdings ist uns das aus technischen Gründen leider abhanden gekommen. Wir werden mal gucken, ob wir in der Zukunft das Ganze irgendwie dann doch nochmal hochladen, aber die Audioqualität von meiner Seite ist leider beschissen. Deswegen lohnt es sich eher nicht, aber vielleicht mal als ein kleines Special, als Lacher. Dieses Gespräch war recht dunkel zwischen den beiden, also die beiden Charaktere sind in eine Art Clinch gegangen. Macht euch aber keine Sorgen, die Spieler selbst sind wohlauf und auch miteinander noch immer befreundet und spielen auch weiter zusammen. Also da wird kein langer Streit raus oder so irgendwas. Die beiden Charaktere haben sich vergeben und das Ganze ist vergessen. Ich meine, Sibylle hat ja Scheiß gebaut und Jojo hat ihr vergeben, so ist es richtig gesagt. Naja, in diesem Sinne, wir wünschen euch alles Gute an der Stelle und hoffen natürlich, dass ihr beim nächsten Podcast wieder dabei seid und dass ihr uns schön Comments schreibt auf der Page beziehungsweise auch auf YouTube. Das wäre total geil. Danke an alle und liebste Grüße. Bye bye, eure White Russians.